Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Leute, schönen Abend, herzlich willkommen im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Fritz Burschel. Ich bin hier in der Stiftung zuständig für den Schwerpunkt Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit und als solcher auch Mitveranstalter hier. Und neben mir, das ist... Ich stelle mich mal selbst vor. Ich bin Matthias Nils. Ich bin vom Münzenberg Forum Berlin. Wir sind sozusagen so ein bisschen ein Zusammenschluss, bestehend aus Rosa-Luxemburg-Stiftung Neues Deutschland, der Grundstücksgesellschaft hier und der Linken Medienakademie und organisieren diverse Veranstaltungen, unter anderem die Ausstellung, die dort draußen zu sehen ist und eben auch zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung diese Veranstaltungsreihe. Und die Idee, dass wir diese Veranstaltungsreihe machen, kam von Matthias. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wir haben uns dann zusammengesetzt und eigentlich festgestellt, dass das Problem, um das es gehen soll, die Begrifflichkeiten sind, mit denen wir neuerdings wieder verstärkt hantieren müssen, um die Phänomene, die mit unglaublicher Geschwindigkeit und unglaublicher Wucht nicht nur durch dieses Land, sondern durch den ganzen Kontinent und letztlich auch global über uns hinwegfahren, dass wir die beschreiben können. Beschreiben wir die AfD als eine rechtsextremistische Partei, als eine rechtskonservative, als eine nationalistische, völkisch-nationalistische, als eine rechtspopulistische Partei, autoritär-populistisch oder können wir sie vielleicht sogar als eine faschistische, neofaschistische, protofaschistische Partei bezeichnen? All diese Begriffe gehen reichlich durcheinander, sind in der Regel unscharf oder werden unscharf verwendet. Und vor dem Hintergrund haben wir uns jetzt vorgenommen, die nächsten zwei Wochen, heute beginnend, drei Veranstaltungen dazu anzubieten, Fachleute, Expertinnen zu befragen zu diesen Begriffen, die durcheinander gehen, zu fragen, welche historischen, klassischen Faschismus-Theorien, Faschismus-Begriffe, Faschismus-Konzepte sich denn möglicherweise auf die heutigen Phänomene übertragen lassen oder eben auch nicht oder zu welchem Anteil und zu welchem Anteil nicht. Wir haben eine tolle, wie ich finde, Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt. Heute beginnend mit Inga Scholti und Gerd Wiegel, die beide Mitautoren sind des Buches zum Bonapartismus-Begriff von Marx, was da hinten auch käuflich zu erwerben wäre. Erschienen beim Dietz Verlag, der ja auch Mitveranstalter dieser Reihe ist. Wir haben nächste Woche Alter Faschismus in neuen Schläuchen. Die Frage eben, ist das, was wir sehen, etwas ganz Neues oder ist es etwas Altes, das nur neu ausschaut? Wieder auch mit den Konzepten, mit den Begriffen, die damit verbunden sind. Zu Gast wird sein der Faschismus-Theoretiker Europas, möchte ich mal sagen, Roger Griffin, auf den sich viele in ihrem Arbeiten zu diesem Thema beziehen, auf den sie zurückgreifen mit einer wirklich großen Fülle an Büchern, die er dazu geschrieben hat. Mit ihm diskutieren wird Volkmar Wölk, einer der deutschen Experten zur neuen Rechten, neue Rechte großgeschrieben. Das wird, davon gehe ich aus, ein spannender Abend werden. Und auch am 21.05., also wenige Tage vor der Europawahl, haben wir noch Europa und die Rechte Gefahren und wie alles besser werden könnte. Und damit sind natürlich wir gemeint, damit sind linke Gegenperspektiven, Gegenstrategien gemeint. Das wird immer angemahnt, dass wir darüber diskutieren sollen. Es wird immer gesagt, wir dürfen nicht nur immer wie erstarrt auf die AfD und die ganzen anderen grauenhaften Phänomene in diesem Land, auf diesem Kontinent gucken, sondern wir müssen uns auch überlegen, was haben wir eigentlich zu erzählen, was haben wir Besseres zu bieten als diese Alternativen in Anführungszeichen. Und wie können wir mit den ja inzwischen nicht mehr blöden Konzepten der Rechten
was Öffentlichkeitsarbeit angeht, umgehen? Was können wir dem entgegensetzen? Heute ist ein Banner der AfD Frankfurt-Oder durchs Internet gegeistert. Da wird aufgerufen, Antifaschisten, bekennt euch zur AfD. Das erinnert mich sehr stark an dieses berühmte Diktum von Ignazio Silone, der gesagt hat, der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der neue Faschismus. Der neue Faschismus wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und genau vor diesem Hintergrund, wie auch mit unseren Begriffen umgegangen wird, wie Begriffspiraterie auch Aktionsformen Piraterie stattfindet, damit müssen wir uns beschäftigen und uns fragen, was wir dem entgegenzusetzen haben. Und ich hoffe, dass wir fruchtbare Diskussionen führen, gerne auch streitbare Diskussionen führen, um da weiterzukommen, weil wir immer noch wie erstarrt wirken. Es gibt keine starke linke Gegenbewegung im Moment. Es gibt immer mal wieder tolle Großdemonstrationen, unteilbar gegen die Polizeigesetze, wirklich tolle Veranstaltungen, aber immer nur punktuell, und nebenher erstarkt eine, wie ich finde, in großen Teilen neue faschistische Bewegung in Deutschland und in Europa. Und wir müssen etwas dagegen tun. Vielleicht doch noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Druckfrisch erschienen, was interessiert mich denn Cottbus zu den Ereignissen, die ich gerade beschrieben habe, in dem Mikrokosmos Cottbus. Bitte nehmt es euch mit, liegt hinten auf. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass am 26. Mai ja nicht nur die Wahl zum Europäischen Parlament stattfindet, sondern auch die Hälfte aller Kommunalmandate in diesem Land neu gewählt wird. 10 Kommunalwahlen, wo insgesamt 130.000 kommunale Mandate neu besetzt werden oder ja neu gewählt werden. Und wir gehen davon aus, dass die AfD dort ihre kommunale Basis stark ausbauen wird, was Auswirkungen auf die Stimmung im ganzen Land haben wird. Und ich würde euch da auch die neue Broschüre Rätinnen gegen Rechts der Rosa-Luxemburg-Stiftung empfehlen, in der ein paar Handreichungen, ein paar Vorschläge, Handlungsmöglichkeiten aufgelistet werden und auch die Strategien der Rechten beschrieben werden. Also auch das ein bisschen was zum Lesen gibt es auch mitzunehmen. Und jetzt wünsche ich uns einen spannenden Abend mit unseren Gästen und mit unserer Moderatorin Stefanie Emsen. Vielen Dank. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Stefanie Emsen und ich arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alles Faschismus oder was? Das ist ein wenig optimistischer Titel dieser dreiteiligen Veranstaltungsreihe, und Fritz hat es schon ganz gut eingeleitet. Er zeigt die Dramatik der globalen politischen Situation. Fritz hat auch angedeutet, es gibt viele Begriffe, die in diesem Zusammenhang verwandt werden. Radikale oder extreme Rechte, Rechtspopulismus und Autoritarismus. Dabei geht es im Wesentlichen darum, einen Trend zu beschreiben, den wir in Europa beobachten können, aber auch global. Und nicht nur ein Trend nach rechts, sondern eben bis in die Regierungsbeteiligung hinein. Da wir einige Literatur aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung erwähnt haben, hier auch nochmal der Verweis auf dieses Büchlein, die radikale Rechte an der Regierung. Da sind 6 Fallbeispiele aus Europa beschrieben, bekommt man auch da vorne am Tisch. So, um gegen diesen herrschenden Trend erfolgreich anzugehen, müssen wir, denke ich, wie Fritz das auch beschrieben hat, unbedingt begreifen, weshalb die radikale Rechte in den letzten Jahren so weit vorangekommen ist. Denn nur wenn wir uns mit den Ursachen für den Aufstieg der radikalen Rechten befassen und sie begreifen, können wir auch sinnvoll über Gegenstrategien sprechen und das Problem an der Wurzel packen. Was wir sehen, ist nicht nur der Siegeszug des Neoliberalismus, auch die Zerstörung von Solidarität, eine Agenda gegen Schwache und Arme. Und das Momentum scheint derzeit auf der Seite dieser Agenda zu sein. So, als gute Linke versuchen wir es erstmal mit Marx, ob der uns bei der Analyse hilft. Gerd hat ihn auch unter der Bundestagsmappe versteckt.
dabei. Also die heutige Veranstaltung beschäftigt sich mit der Bonapartismus-Theorie, die ja in Deutschland bekanntlich aus den Reihen der KPO, der Kommunistische Partei Opposition, um August Thalheimer entwickelt wurde. Karl Marx selber, um mal damit einzusteigen, beschreibt den Bonapartismus in seiner berühmten Schrift, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, 1852. Er versteht den Bonapartismus als Verzicht der Bourgeoisie auf die unmittelbare politische Herrschaft und politische Repräsentation zugunsten einer autoritären Herrschaft, die wiederum die Bourgeoisie begünstigt und ihre soziale Herrschaft stützt. In dem Buch, in dem auch Gerd und Inga veröffentlicht haben, das gerade erwähnt wurde, im Karl Dietz Verlag, beschreiben Martin Beck und Ingo Stützle den Bonapartismus folgendermaßen zusammengefasst, Zitat, Fragmentierung der Klassen, Pattsituation in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, Verzicht des Bürgertums auf politische Herrschaft zugunsten ökonomischer Macht, Verselbstständigung der Exekutive und vermittelte Herrschaft des Pöbels. Zitat Ende. Auch ich begrüße nochmal ganz herzlich hierzu Gerd Wiegel, der Mitarbeiter ist zu Rechtsextremismus, Antifaschismus der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und Inga Scholti, Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Inga, du hast dich in dem Buch an Donald Trump abgearbeitet. Die Wahl, die ich ja nun selber in den USA live miterleben durfte oder musste, wirkte surreal. Vorher konnte man sagen, dass alle Linken sich eigentlich in einem einig waren, nämlich, dass das nicht passieren würde. Und die Linke ist sich ja selten in was einig, umso bedauerlicher, dass sie auch hier falsch lag. Jetzt musste man aber nach seiner Wahl feststellen, dass doch auch vorher einiges auf seinen Erfolg hingedeutet hatte. Micha Brumlik hat das beschrieben, Zitat, wer allerdings meint, mit Donald Trump habe eine Gestalt die Bühne betreten, wie es sie nie zuvor gegeben habe, irrt. Viele Aspekte seiner Herrschaft und der Situation, an der er an die Macht gekommen ist, finden sich historisch recht genau beschrieben. Zitat Ende. Also hilft uns hier der Bonapartismus weiter? Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die einleitenden Worte und die Fragestellung. Sie ist ja tatsächlich relevant, weil das, was in den USA passiert ist, was du in den USA beobachtet hast, ja tatsächlich nicht amerikanisch exzeptionell ist. In den USA denkt man ja gerne, dass man eine einzigartige Nation ist. Und tatsächlich gibt es ja auch Belege dafür, dass zum Beispiel die USA das einzige entwickelte kapitalistische Land sind, das keine sozialdemokratische Massenpartei, Programmpartei hervorgebracht hat mit einer Arbeiterbasis, sondern tatsächlich noch bis heute von zwei Parteien regiert wird, die noch aus dem Vorkapitalismus stammen und die eher liberalen Honoratiorenparteien gleichen. Und trotzdem ist das Phänomen Donald Trump eben ein internationales, denn es ist eben nicht nur Donald Trump, der in den USA Präsident geworden ist, sondern wir erleben einen Aufstieg der Rechten weltweit. Nun passiert das in einem Kontext der Ausläufer oder noch mittendrin der größten Krise des Kapitalismus seit den 1930er Jahren. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir in allen organischen oder großen Krisen des Kapitalismus, in der großen Depression von 1873 bis 1896, in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre und auch in der 70er Jahre tatsächlich immer den Aufstieg von radikalen rechten Bewegungen erlebt haben und rechts dann im Sinne von der Legitimation von Ungleichheit, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen eben ausschließt, die bezahlen sollen für die Krise und so weiter. Von daher war es nicht verblüffend, dass auch in der Krise von 2007 fortfolgende radikale rechte Kräfte weltweit ihren Aufstieg erlebten. Aber Donald Trump bezeichnet oder markiert ja tatsächlich etwas Neues in dem Sinne, dass nämlich die Rechte, Brexit hat das gezeigt, Donald Trump hat das gezeigt, Bolsonaro in Brasilien zeigt es jetzt, mittlerweile in der Lage ist, nicht nur starke Parteien zu entwickeln, einen starken Einfluss auf das politische System
System zu entwickeln, auch konservative Parteien nach rechts zu ziehen, sondern mittlerweile an die Schalthebel der Macht zu kommen. Und von daher kann man heute von neben der Erosion halt der Zentrums-Mitte-Parteien, die ja auch nach links ausfransen, die Kühnert-Debatte wäre so etwas mit neue Linksparteien, die dort entstehen, die Enteignungsdiskussionen, die wir gerade führen, aber eben auch Alexandria Ocasio-Cortez oder Bernie Sanders in den USA, aber eben auch diese starke Rechte, die mittlerweile an die Macht kommen kann. Und so haben wir einen globalen Autoritarismus, den man von der Türkei über Ungarn, über Polen, die Philippinen, Indien, die USA, Österreich oder Brasilien beobachten kann. Manche würden Italien, natürlich Russland und China auch noch dazu zählen, da kann man drüber streiten. Gleichzeitig gibt es starke Tendenzen zum Autoritarismus, die sich in sozusagen der Durchsetzung auch von neuen cäsaristischen Sehnsüchten in den Bevölkerungen klar machen. Also Rainer Rilling hat lange bevor Martin Wolf das vorletzte Woche in der Financial Times erkannt hat, geschrieben, dass wir im Zeitalter der starken Männer leben, also starken Führungsfiguren. Das kann man daran festmachen, dass zum Beispiel die Hälfte der FDP-Wähler 2017 die FDP nicht gewählt hätten, wäre Christian Lindner nicht ihr Parteiführer gewesen. Man kann das daran festmachen, dass jemand wie Sebastian Kurz in Österreich sich die große traditionsreiche konservative Partei mal eben zu Füßen legen kann und in die Liste Sebastian Kurz verwandeln kann. Also tatsächlich eine Tendenz zu charismatischen Führern, die durchaus ja auch in der Linken auch dann eine Rolle spielen und eine Diskussion angeregt haben, Stichwort Sarah Wagenknecht. Gleichzeitig haben wir es mit einer interessanten Demokratie-Desillusionierung auch von oben zu tun. Also die zwei markantesten Beispiele in meinen Augen sind zum einen Thomas L. Friedman, der ja so ein Seismograph, also der New York Times-Kolumnist, der ja eigentlich so ein Seismograph der Stimmung in der transnationalen bürgerlichen Klasse ist. Er war immer für liberale Demokratie und freie Märkte und dann Ende der 90er plötzlich für Krieg. Und er hat sein Krisenbuch, das letzte Kapitel, beispielsweise mit dem Satz überschrieben, to be China for one day. Also die Sehnsucht zum Ausdruck gebracht, die USA könnten die gleiche Machtfülle besitzen wie der chinesische Staat, um die Krise zu bearbeiten. Ein anderes sehr markantes Beispiel ist Francis Fukuyama, der ja bekannt wurde in den 90er Jahren mit der These vom Ende der Geschichte, liberale Demokratie und sogenannte freie Märkte, globaler Kapitalismus, seien das Ende der Geschichte. Und der im Zuge der Krise plötzlich in der Financial Times schrieb, dass die US-Demokratie China wenig beizubringen hätte. Also auch sozusagen eine Desillusionierung mit der Demokratie von oben. Und Historiker werden dann gleich ziemlich schnell unruhig, weil viele natürlich für den historischen Faschismus das Bündnis aus Eliten und Massen gegen die Demokratie gesehen haben und von daher auch diese Faschisierungsdiskussion eine große Rolle gespielt hat. Ein viertes Element, was in diesem der Zunahme von Autoritarismus in der Politik in der heutigen Welt zu beobachten ist, ist aber auch, wie jetzt innerhalb von immer noch liberalen Demokratien autoritäre Politikmomente zunehmen. Das größte Beispiel, das ist ja das doch sehr autoritäre Krisenmanagement in der Europäischen Union mit seinem stärksten Exempel eben Griechenland oder das Exempel, das da statuiert wurde. Weshalb viele, die sich mit sozusagen der Frage beschäftigen, was für ein neuer Kapitalismus entsteht eigentlich aus dieser globalen Krise, mittlerweile von einem autoritären Kapitalismus sprechen. Oder, also wie Frank Deppe oder wie Ian Brough von einem autoritären Neoliberalismus, Wolfgang Streeck, der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts, spricht vom Ende des demokratischen Kapitalismus. Wir hier in der Stiftung sind etwas vorsichtiger und gehen davon aus, dass wir immer noch uns in einer Phase befinden, in der der Ausgang dieser Krise, der globalen Finanzkrise, immer noch offen ist und immer noch darum gerungen wird, wie sozusagen der neue Kapitalismustyp aussehen wird. Aber dieses Zeitphänomen, das Zeitgeschichtliche, dass wir diesen Aufstieg der globalen Rechten erleben und tatsächlich auch ihren Aufstieg zur Macht, stellt natürlich die Frage der theoretischen Erklärungsansätze. Und Stefanie hat ja gesagt, dass viele Linke dann eben auf Marx zurückgreifen. Das wollen wir auch tun, die Frage aufwerfen, was Marx uns eigentlich sagen kann über zur Erklärung dieser Entwicklung.
Das ist dann natürlich eine theoretische Fragestellung, was nach der politischen Form des Kapitalismus, nach der Staatsform im Kapitalismus und dem Verhältnis von ökonomischer Herrschaft, ökonomischer Macht und politischer Macht. Also ökonomisch ist es ja so, dass im Kapitalismus nach Marx es die Klasse der Eigentümer gibt, die Produktionsmittel besitzt und die Mehrheitsklasse der Eigentumslosen für sich arbeiten lässt. Vor allem eben heute, wo die Mehrheit darauf angewiesen ist, ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu tauschen, weil sie eben nicht Aktienportfolios besitzen, weil sie nicht eben große Immobilien besitzen und so eben auch nicht von arbeitslosem Einkommen leben können, sondern von Kapitaleinkommen. Die Frage stellt sich natürlich im Kapitalismus, wenn die Bourgeoisie aber eine Minderheit ist, wer garantiert eigentlich, dass die Mehrheit nicht dafür sorgt, dass die Minderheit enteignet wird? Es ist ja interessant, dass zum Beispiel wir heute ja sehen, dass nicht nur in Berlin Mehrheiten für die Enteignung der großen Immobilienkonzerne sind, sondern sogar bundesweit Mehrheiten in Umfragen sich für eine Enteignung der großen Immobilienkonzerne ausgesprochen haben. Und wie kann das eigentlich gelingen, dass diese Herrschaft über die Produktionsmittel aus Perspektive der Bourgeoisie erhalten wird. Historisch ist es so gewesen, dass der Liberalismus niemals demokratisch war. Also da gibt es, wir tendieren heute dazu, Liberalismus und Demokratie als identisch zu sehen. Faktisch war es so, dass in den frühen liberal-kapitalistischen Staaten nur diejenigen wählen durften, die Eigentum hatten. Von daher konnten in England beispielsweise am Anfang des Liberalismus nur 2% tatsächlich wählen. Historisch hat sich aber eben durchgesetzt das allgemeine Wahlrecht. Es war nicht lange aufrechtzuerhalten, dass die Mehrheit nicht wählen durfte. Wir haben dann eine lange Tradition von Analysen, wie in bürgerlich-liberalen Demokratien Herrschaft entpolitisiert wird, wie es eben gelingt, freie Wahlen abzuhalten, die aber letzten Endes über die Wirtschaftspolitik, über die Wirtschaftsverfassung darauf keinen Einfluss nehmen. Das ist sozusagen die gesamte kritische Literatur zu insbesondere den Neoliberalen, zu Friedrich August Hayek, zu James Buchanan, zu den europäischen Primärverträgen und so weiter und so fort. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Faktisch ist aber, dass die Wahrheit historisch immer konkret ist und dass wir historisch sehen können, dass der Kapitalismus sowohl mit liberalen als mit autoritären Staatsformen kompatibel war. Und die Frage sich natürlich stellt, warum in einer bestimmten Phase immer autoritärere Staatsformen, politische Formen, warum zu anderen Zeiten eben stärker liberale. Nun ist in der von Marx ausgehenden Theorie, ging Lenin davon aus, dass die Demokratie die beste Hülle des Kapitalismus sei. Das war ziemlich weitsichtig, weil er das schrieb zu einer Zeit, wo der Kapitalismus weitgehend autoritär und nicht liberal-demokratisch beherrscht wurde. Faktisch ist aber, dass diese Demokratie, diese liberale Demokratie, dann plötzlich in der Krise der 30er fast überall außerhalb der Inseln Großbritannien und den USA hinweggefegt wurde durch die Krise und sich autoritäre und faschistische Herrschaftsformen durchsetzten, weshalb ein weiterer Strang der marxistischen Theorie davon ausging, naja, nicht die Demokratie sei die natürliche Form der politische Staatsform im Kapitalismus, sondern der Faschismus. Das war eine Position, die die Frankfurter Schule, die Adorno und Horkheimer in ihren Schriften, in der Zeitschrift für Sozialforschung beispielsweise vertraten. Eine These, die natürlich gewagt war oder die man heute, es wäre gewagt, sie zu vertreten, wenn man sich anschaut, dass nach 1945 sich die liberale Demokratie als Staatsform weitgehend durchsetzte in der immer mehr zunehmenden Zahl von Nationalstaaten. Von daher sind so diese apodiktischen Thesen über der Kapitalismus ist entweder autoritär oder er ist liberal falsch, sondern man muss sich konkret angucken, in welchen Situationen eigentlich werden autoritäre Formen von Staatlichkeit eigentlich befördert. Franz Neumann, ein auch aus der Frankfurter Schule kommender Theoretiker, hat mal gesagt oder den klugen Satz gesagt, dass der
der Staat immer so liberal war oder so autoritär, wie es die Interessen der bürgerlichen Klasse, der herrschenden Klasse erforderlich machten. Das heißt also, zu bestimmten Zeiten drängte er oder ließ er die Einflussnahme auf das politische Geschehen stärker zu und zu anderen eben nicht. Mit Reinhard Kühnel könnte man sagen, Liberalismus und Faschismus sind eben zwei Formen der gleichen bürgerlichen Herrschaft. Aber eben, wann genau welche und warum? Marx hat selber keine Staatstheorie tatsächlich entwickelt. Es gibt ja diesen umstrittenen Sechs-Bücher-Plan, ob Marx den tatsächlich bis zum Ende seines Lebens verfolgt hat. Aber Marx wollte nach dem ersten Band über die kapitalistische Produktion, dann über die Rente, also Grund- und Bodeneigentum und die Reproduktion des Kapitalismus, wollte er ein Band über den Staat und über den Weltmarkt schreiben. Das hat er nicht getan. In der marxistischen Theorie haben sich aber dann die sich in Marx' Nachfolge sehenden Theoretiker und Theoretikerinnen stark damit beschäftigt, von Lenin über Paschukanis, Gramsci, Miliband, Nikos Poulantzas und Althusser. Darüber will ich nicht im Einzelnen eingehen. Entscheidend ist, dass sie gleichzeitig eben sich auch mit Marx' Theorie oder in Keimform Theorie von autoritärer Herrschaft auseinandergesetzt haben. Und so ist es tatsächlich, Stefanie hat es ja erwähnt, die Definition, die Martin Beck und Ingo Stützle oder die sie anhand von Marx' Bonapartismus-Schrift zugrunde gelegt haben. Marx hatte ja die Bonapartismus-Theorie, damit wollte er letzten Endes beweisen, dass die historisch-materialistische Methode, so wie er sie entwickelt hatte bis um 1845, sich auch am historisch Konkreten, an der Zeitgeschichte als die bessere Analyse erweisen sollte als alternative Theorien. Und womit er beschäftigt war, war eben diese Situation, dass Louis Bonaparte aus den Revolutionen von 1848 ein autoritärer Herrscher an die Macht kommen konnte, dass also ähnlich vielleicht wie 2011 in fortfolgenden Ägypten aus einer Revolution plötzlich am Ende eine noch autoritärere Form der Herrschaft entstand. Für Marx war grundlegend die These, dass es, Stefanie, du hast es ja auch schon referiert, dass es ein Gleichgewicht der Klassen gäbe und dass in dieser Situation, wo sozusagen die Frage, ob die Bourgeoisie oder die lohnabhängige Mehrheitsklasse, das Proletariat in Marx-Terminologie, die Macht übernehmen kann, dass die Bourgeoisie in dieser Situation verzichte auf die direkte Ausübung der politischen Macht und sie delegiere zugunsten eines autoritären Herrschers, um ihre ökonomische Macht zu sichern, um halt das Eigentum an den Produktionsmitteln zu sichern. Wenn man das allerdings heute auf die Gegenwart und zum Beispiel jetzt die USA anwendet, dann wird man Schwierigkeiten haben, dieses Gleichgewichtstheorem aufrechtzuerhalten. Also ich habe das in meinem Buchkapitel anhand von Trump und den USA gemacht. Und wenn man dann sozusagen die Stärke der Subalternen, der lohnabhängigen Klasse identifizieren würde, dann würde man das klassisch marxistisch machen mit ihrem gewerkschaftlichen Organisierungsgrad, mit ihrer Streikfähigkeit und mit ihrer Fähigkeit, die Lohnquote zu erhöhen. Das heißt also, einen größeren Anteil an dem von den Lohnabhängigen geschaffenen Mehrwert anzueignen. Wenn man sich aber die USA anschaut, die Entwicklung im Neoliberalismus bis zu Donald Trump, dann kann von einem Gleichgewicht der Kräfte einfach nicht die Rede sein. Nimmt man als einen Indikator, ich habe drei Indikatoren genommen, den gewerkschaftlichen Organisierungsgrad, der lag 1979 bei 24,1% und der sank bis 2016, also dem Jahr der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, auf 11,7%. Ähnlich sieht es aus mit der Entwicklung der Streiks. Die USA haben ungleich zu den Defensiven der Gewerkschaftsbewegung in Westeuropa eine ungleichere Schwächung der Gewerkschaften und ihrer Streikfähigkeiten erlebt, was, ich will da nicht im Detail drauf eingehen, paradoxerweise mit der Stärke der Gewerkschaften zu tun hat, da die in den USA Firmentarifverträge, keine Flächentarifverträge haben, was bedeutet, dass Unternehmer Gewerkschaften aus ihren Betrieben raushalten müssen. Langer Rede, kurzer Sinn. Fakt ist, dass in den 1970er Jahren die Streiks bemessen an 1000 Beschäftigten und mehr in Streiks bei 2880 lagen und diese Zahl als solcher Streiks in die 2010er Jahre auf 200
301 zurückging, dass die Zahl der Beteiligten in den 70er Jahren an Streiks bei 14,878 Millionen Beteiligten lag und bis in die 2010er Jahre auf 1,283 Millionen zurückging, hochgerechnet. Und auch die Zahl der verlorenen Arbeitstage drastisch zurückgegangen ist. Also in den 70er Jahren, also den Höhepunkten der Streikbewegung, gingen 260,098 Millionen Arbeitstage verloren. In den 2010er Jahren hochgerechnet waren das 37,432 Millionen. Also wirklich eine historische Schwächung und Schwächesituation der Gewerkschaften, die sich dann natürlich auch verteilungspolitisch zum Ausdruck gekommen ist. Man kann das anhand der Studie von Gabriel Sückmann und Emmanuel Saez, zwei Wirtschaftswissenschaftlern von der Universität Berkeley, festmachen, die mit der Methode von Thomas Piketty nachweisen wollten, wie Kapitaleinkommen zu Lasten von Arbeitseinkommen in den USA sich entwickelt haben. Und daraus geht hervor, dass in den USA 1979, also zum Beginn mit dem Volkerschock der neoliberalen Wende, der Wahl von Ronald Reagan zum US-Präsidenten, die 0,1%, die obersten Vermögensbesitzer, das sind 160.000 Familien mit einem Durchschnittseinkommen, Nettovermögen von 20,6 bis 72,8 Millionen US-Dollar, 7% aller Vermögenswerte in den USA besaßen, und diese Zahl ging bis 2012, dem letzten Jahr der Erhebung, schnellte auf 22% herauf. Von daher sozusagen lässt sich das Gleichgewichtstheorem in Bezug auf die USA nicht halten. Die Bourgeoisie hat sich in den USA im Grunde genommen ökonomisch zu Tode gesiegt, gesellschaftlich. Und dann bleibt eben die Frage offen, warum also dann dieser globale Autoritarismus eigentlich nötig ist, wenn die Bourgeoisie in ihrer Herrschaft doch so fest im Sattel sitzt. Nikos Poulantzas hat in seiner Theorie Form des Ausnahmestaates im Kapitalismus, er unterscheidet zwischen Diktatur, Faschismus und Bonapartismus, gegen Marx und gegen das Gleichgewichtstheorem, was sich auch bei Gramsci und bei August Thalheimer findet, argumentiert, dass der Faschismus nicht an die Macht kommt, wenn die Linke stark ist. Also wie es häufig ja argumentiert wurde, die kommunistische Bewegung hat damals das Eigentum in einer Art und Weise in Frage gestellt, dass die Bourgeoisie dann eben Hitler in Deutschland und anderswo an die Macht brachte, um ihr Eigentum zu sichern, sondern seine Argumentation war anhand der historischen Entwicklung in den 30er Jahren, die Rechte kommt an dem Moment an die Macht, wenn eine gesellschaftliche Krisensituation so dramatisch ist, dass die Linke die Machtfrage stellen muss, aber nicht in der Lage ist, tatsächlich die Macht zu übernehmen. Und ich glaube, da werden wahrscheinlich hier die ein oder andere, das ein oder andere Fragezeichen auftauchen. Also ich habe in Jacobin-Interviews argumentiert, dass man eigentlich genau den Unterschied oder den Dissens zwischen Katja Kipping und Sarah Wagenknecht eigentlich als eine Frage diskutieren müsste, oder dass es ein Dissens darüber war, wie man diese Machtfrage tatsächlich realistisch stellen kann, um dem Aufstieg der Rechten realistisch etwas entgegenzusetzen. Interessant wird es natürlich dann, und damit will ich schließen, was das für linke Alternativen bedeutet. Ich meine, die Linke ist, die Arbeiterbewegung ist ja nicht nur in den USA historisch in eine dramatische Defensive geraten, sondern eben in den gesamten kapitalistischen Kernstaaten. Und trotzdem haben wir mittlerweile, dass da die Rechte in so vielen Staaten an der Macht beteiligt ist oder die Macht übernommen hat, auch ausreichend empirisches Material zu sehen, was die Rechte eigentlich macht, wenn sie Macht hat. Da scheint es so zu sein, dass ich habe das in einem Aufsatz für die Zeitschrift für internationale Beziehungen anhand der USA versucht nachzuzeichnen, dass sie letzten Endes von ihrer Kleine-Leute-Rhetorik fast nichts und ihrer ökonomisch-nationalistischen Rhetorik fast nichts umsetzen kann, sondern dass sie eben weitgehend eingehegt wird. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zum historischen Faschismus, und ich glaube, da wird Gerd dann noch viel mehr dazu zu sagen, dass eben, nehmen wir das Beispiel der NSDAP, die NSDAP funktional war für die dominanten Kapitalfraktionen in den 30er Jahren, nämlich eine noch nationalstaatlich organisierte Bourgeoisie, dass aber heute die ökonomischen Nationalisten, die rechtsautoritären Nationalisten, wie ich sie nennen will, die von unten kommen und die auch bekämpft werden von oben, dass diejenigen eben kein
Projekt haben, das attraktiv ist für die Dominanten, nämlich die transnationalen Kapitalfraktionen. Das Beispiel AfD, solange die AfD gegen den Euro ist, wird sie für Siemens, Daimler, Bosch und so weiter und so fort nicht interessant sein, weil all diese transnationalisierten Konzerne eben wissen, dass der Euro das Sprungbrett in die Welt ist. Denn wenn es eine Rückkehr zu D-Mark geben würde, dann würden Deutsche für den deutschen Exportweltmeister natürlich die Waren in einer Weise verteuert, dass es eine sehr, sehr tiefe ökonomische Krise geben würde, was nicht im Interesse der dominanten transnationalen Konzerne ist. Von daher scheint es so, dass diese rechten Kräfte mit nationalistischer, protektionistischer Politik teilweise an die Macht kommen wie Donald Trump, dass sie aber dann, wenn sie an der Macht sind, das Gegenteil tun von dem, was sie gesagt haben. In dem ZIP-Aufsatz, dem erwähnten, habe ich das am Beispiel der Kabinettsbildung von Donald Trump dargelegt, also wo ganz offensichtlich drei große gesellschaftliche Gruppen die Macht übernommen haben, auch direkt, nämlich das fossile Energiekapital, das Wall Street Finanzkapital und die alten republikanischen Außenpolitik-Eliten, / der militärisch-industrielle Komplex, und dass man eben nachzeichnen kann, dass die Rechte an der Macht tatsächlich kaum mehr machen kann, als prokapitalistische Politik noch radikaler durchzusetzen, als das unter Normalbedingungen möglich wäre. Interessant sind da beispielsweise, nehmen wir Ungarn, die 400 Überstunden, die die ungarische Regierung jetzt durchgesetzt hat, was Arbeitgeber den Arbeitnehmern abverlangen können. Nehmen wir Österreich, da sollte es ein Referendum über die EU geben. Das wurde gestrichen, es wurde ein Bekenntnis zur EU gemacht und mittlerweile eben der 12-Stunden-Tag wieder eingeführt. Eine Arbeitsmarktreform, die an Hartz IV und die Agenda 2010 erinnert, und eine Steuerreform, die eine Umverteilung von unten nach oben ist. Und so ähnlich kann man das eben auch anhand von Trump sehen, der Unternehmenssteuerreform, der Öffnung von bislang nicht der Kapitalakkumulation eröffneten Naturschutzgebieten und so weiter und so fort, und der Privatisierung von öffentlicher Infrastruktur. Und das ist eigentlich natürlich ein positives Zeichen, weil es bedeutet, dass wir der Rechten nachweisen können, dass ihre Kleine-Leute-Rhetorik Rhetorik ist, und dass sie eben nicht Politik im Interesse der Mehrheit der Beschäftigten in diesem Land oder in welchem Land auch immer führt. Vielen Dank. Ja, danke. Danke, Inga. Gerd, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, ihr seid keine Antipoden. Also du wirst jetzt nicht die Gegenthese also präsentieren, aber du hast dich dem Ansatz des Bonapartismus etwas skeptischer genähert. Vielleicht dazu wirst du jetzt was sagen, denke ich. Ja, schönen guten Abend erstmal. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den Hinweis. Ja und nein. Ich bin eigentlich ein großer Anhänger der Bonapartismus-Theorie, weil ich selber früher an der Uni und auch solange ich noch wissenschaftlich gearbeitet habe, viel zum historischen Faschismus gearbeitet habe und da den Bonapartismus-Ansatz immer als einen Ansatz empfunden habe, der gerade im Rahmen marxistischer Faschismuserklärungen sehr produktiver war. Die Frage, die wir jetzt im Zusammenhang mit dem Buch hatten, war ja, und die ja auch ein bisschen die Frage heute ist, ist das ein produktiver Erklärungsansatz um den Aufstieg einer, ich nenne sie immer, modernisierten radikalen Rechten, aber die Namen sind, wie Fritz vorhin schon gezeigt hat, wie Sand am Meer vertreten, einer autoritären Rechten, ob der dafür auch nutzbar ist. Und da gibt es, glaube ich, Punkte, die erstmal auf den ersten Blick, sagen, den Blick dahin lenken. Deswegen ist er auch ein bisschen in aller Munde. Ein Punkt ist ja, dass der weltweite Aufstieg einer modernisierten radikalen Rechten auch innerhalb eben einer marxistischen orientierten Linken die Suche nach solchen theoretischen Erklärungsansätzen und Modellen für den Aufstieg angestoßen hat. Also die Frage, die Inga auch gestellt hat, was ist der Grund, warum jetzt solche autoritären Regime, sagen, nicht nur als parteipolitische Projekte erfolgreich sind, sondern eben auch in Machtpositionen gelangen. Aus meiner Sicht ist ein Hintergrund für die Suche nach solchen theoretischen Erklärungen oder Modellen auch, dass der Aufstieg dieser Rechten in einzelnen Ländern zumindest scheinbar, Inga hat das am Schluss eben deutlich gemacht, eben doch nur scheinbar, aber zumindest scheinbar, gegen die Interessen der herrschenden Klasse, gegen die Interessen führender Kapitalfraktionen erfolgt. Wenn man sich etwa die Programmatik vieler dieser Parteien anguckt, die ja erfolgreich in vielen Ländern Europas, aber auch weltweit sind, dann findet man Positionierungen, die sich etwa deutlich gegen Freihandel aussprechen, gegen eine Form der neoliberalen Globalisierung, gegen interventionistische Kriege weltweit zur ökonomischen Erschließung von Ländern,
gegen die freie Verfügung über ein unbegrenztes Arbeitskräftereservoir in ihrer sozusagen deutlichen Positionierung gegen jede Form von Migrationspolitik. All das sind Punkte, die eigentlich, sagen aus linker Sicht, natürlich im Interesse führender Kapitalfraktionen liegen. Und diese Rechte tritt zumindest verbal ganz häufig gegen genau diese Punkte auf. Eine populistische Rechte, die sich zumindest verbal auch gegen diese Interessen stellt, steht damit scheinbar im Widerspruch zu wichtigen Teilen der herrschenden Klasse. Und in Teilen hat sie das ja auch politisch umgesetzt. Am Anfang auch, das schreibt Inge auch in seinem Aufsatz, Trump, die Ablehnung TTIP zum Beispiel, ein Projekt, was sicherlich im Interesse führender Kapitaleliten war, was aber kassiert worden ist, wo die AfD zum Beispiel auch im Bundestag Woche für Woche, ist nicht mehr heute so ein starkes Thema, aber deutliche Positionen dagegen bezogen hat, die Infragestellung des Freihandels etwa, wie wir sie in den USA heute erleben, die Ablehnung von Interventionskriegen, die AfD stimmt jede Woche gegen die Bundeswehreinsätze im Ausland, gegen die Regierungsfraktionen, die FDP und teilweise auch die Grünen, die Ablehnung von Arbeitsmigration, ich hatte gesagt, ein internationaler Arbeitsmarkt immer auch im Interesse des Kapitals, oder auch die Forderung nach stärkerer staatlicher Intervention in die Wirtschaft, wie wir sie bei vielen dieser Parteien finden und auch von einigen Regierungen dieser Rechten feststellen können. Ein weiterer Grund für die Suche nach theoretischen Erklärungsmodellen liegt, glaube ich, auch, zumindest aus meiner Sicht, in der scheinbar heterogenen, zum Teil gegensätzlichen Klassenbasis der modernen Rechten. Das heißt, wir haben es mit starken Erfolgen einerseits in dem, was man klassischerweise Arbeiterklasse nennt, zu tun. Das hat zu einer starken Verunsicherung gerade der Linken geführt. Sagen, diese Parteien brechen stark in Wählerhochburgen der Linken, früheren Linken ein, in vielen europäischen Ländern, Frankreich, Italien kann man das sehen, aber auch in Deutschland starke Erfolge, gerade bei abhängig Beschäftigten und gleichzeitig aber auch Bastionen in den Mittelklassen und teilweise auch bei spezifischen Kapitalfraktionen, kleine, mittlere Unternehmen, die sich auf solche Parteien teilweise beziehen. Und in dem Zusammenhang war der Bonapartismus-Ansatz einer, der von Marx formuliert, sagen, ein Erklärungsmodell für den Aufstieg eines solchen autoritären Populismus zu bieten scheint. Und die Frage war, wie weit das tatsächlich auf diese aktuelle Entwicklung zutrifft. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen. Ich würde gerne noch einmal einen kleinen Rekurs auf den Bonapartismus bei Marx machen, um auch noch mal deutlich zu machen, wie er historisch argumentiert. Und würde dann gerne darauf eingehen, wie denn in der historischen Analyse des Faschismus aus einer marxistischen Sicht, Stefanie hatte es gesagt, sagen aus einer Minderheitensicht der kommunistischen Analyse des Faschismus, Thalheimer, Bauer, Trotzki, Gramsci, andere, wie da der Bonapartismus-Ansatz nutzbar gemacht wurde, um den historischen Faschismus zu erklären. Und von da würde man dann abschließend, würde ich zu der Frage kommen, ob das auf heute übertragbar ist. Wenn man Fritz folgt, der sagte, dass der Faschismusbegriff sehr wohl auch heute anwendbar ist und darüber kann man sicherlich diskutieren oder muss man auch diskutieren, dann ist ja die Frage, ob auch ein solcher Erklärungsansatz heute tragfähig ist. Zum 18. Primär nochmal bei Marx. Inge hat es gesagt, Marx zeichnet hier die politische Entwicklung Frankreichs von der Junirevolution 1848 bis zum Staatsstreich Louis Bonapartes 1851 nach. Also eine relativ kurze Phase, die er dort in den Blick nimmt. Und aus meiner Sicht ist der Text, und das sagen ganz viele, das wird auch in dem Buch sehr weit ausgeführt, ein tatsächlich großartiges Beispiel materialistischer Geschichtsschreibung. Und Marx entwickelt den Gang der Ereignisse vor allem aus den divergierenden Klasseninteressen. Das ist für ihn die Basis, wo er versucht nachzuzeichnen, welche unterschiedlichen Interessen liegen da eigentlich im Clinch miteinander und was setzt sich politisch am Ende durch. Dieser Staatsstreich Louis Bonapartes wird von Marx als Ausdruck einer besonderen Situation im Klassenkampf der französischen Gesellschaft gesehen, die von ihm als eine Art Gleichgewicht der Klassen, Bourgeoisie, Proletariat, beschrieben wird, in der die Macht durch die Exekutive in Person von Bonaparte ergriffen wird. Und auch das hatte Inga gesagt, um ihre soziale Macht, sprich eben die Verfügungsgewalt über das Kapital zu bewahren, muss die herrschende bürgerliche Klasse, eben die Bourgeoisie, ihre politische Macht abtreten und unterliegt damit politisch in gleicher Weise wie ihr Klassengegner, eben das Proletariat, der Staatsgewalt. Vielleicht nur, um einfach mal einen Eindruck von diesem Text zu geben, würde ich gerne ein Zitat daraus vorlesen, weil das sagen die Sprache von Marx, wie ich finde, auch nochmal sehr gut charakterisiert. Nicht ganz einfach, ich hoffe, ich betone es einigermaßen richtig, aber sozusagen die Sätze sind einfach wahnsinnig inhaltsreich in vielen Fällen. Zitat: Indem also die Bourgeoisie, was sie früher als liberal gefeiert,
jetzt als sozialistisch verketzert, gesteht sie ein, dass ihr eigenes Interesse gebietet, sie der Gefahr des Selbstregierens zu überheben, das, um die Ruhe im Land herzustellen, vor allem ihr Bourgeois-Parlament zur Ruhe gebracht, um ihre gesellschaftliche Macht unversehrt zu erhalten, ihre politische Macht gebrochen werden müsse. Dass die Privatbourgeoisie nur fortfahren könne, die anderen Klassen zu exploitieren und sich ungetrübt des Eigentums, der Familie, der Religion und der Ordnung zu erfreuen, unter der Bedingung, dass ihre Klasse neben den anderen Klassen zu gleicher politischer Nichtigkeit verdammt werde. Das, um ihren Beutel zu retten, die Krone ihr abgeschlagen und das Schwert, das sie beschützen sollte, zugleich als Damoklesschwert über ihrem eigenen Haupt gehängt werden müsse. Ein sehr schöner Satz, sehr inhaltsreich, der in einer gewissen Weise das, was er da zum Ausdruck bringen will, glaube ich, gut nochmal zusammenfasst. Die Parlamentarische Republik ist laut Marx das Mittel der Bourgeoisie, ihre spezifischen Klasseninteressen zu verallgemeinern und den Konsens der Herrschenden als herrschenden Konsens zu verallgemeinern. Also sozusagen das Mittel der Demokratie dazu nehmen, eigene Klasseninteressen zu Allgemeininteressen zu erklären und sich das auch noch absegnen zu lassen. Und mit dem Aufstieg des Proletariats, was eben genau in diesen 1840er, 50er Jahren in den verschiedenen Revolutionen in Frankreich für Marx sozusagen gegenwärtig ist, werden die Gegensätze in der herrschenden Klasse größer und der Konsens brüchiger. Die freiwillige Abgabe der politischen Macht an die Exekutive dient der Sicherung der sozialen Macht des Kapitals. Es ist also eine funktionale Abgabe dieser Macht, aber aus der Sicht offensichtlich der Bourgeoisie auch eine notwendige Macht, weil sie einen starken Part in der Exekutive braucht, der ihre soziale Macht sichern soll. Die Diktatur Bonapartes stützt sich auf eine eigene heterogene Klassenbasis, zu der Marx die Mittelklassen, die Parzellbauern, spezifische Ausrichtung damals, und das sogenannte Lumpenproletariat, ein Begriff, der auch im Buch problematisiert wird, zählt. Als zentrale Stütze sieht er die Mittelklassen an. Das ist also sozusagen die zentrale Machtbasis dieser bonapartistischen Herrschaft. Und schließlich spricht er von einer Verselbstständigung der Exekutive und deren Personifizierung durch Bonaparte, was häufig auch als Form des Cäsarismus gedeutet wird. Also eine spezifische Art der Herrschaftsausübung geht damit einher. Eine starke Form der Personalisierung auch von Herrschaft. Etwas, was wir heute, auch das hat Inga gesagt, in vielen dieser rechtsautoritären Bewegungen wiederfinden. Zusammenfassend, Gleichgewicht der Klassen, eigenständige Klassenbasis und die Verselbstständigung der Exekutive, das sind die entscheidenden Merkmale des Bonapartismus. 70 Jahre später, wir sind ungefähr 1850, 70 Jahre später, 1920, finden wir in Italien eine aufstrebende faschistische Bewegung, die 1922 zur Macht kommt. Und für die marxistischen Theoretiker dieser Zeit, glaube ich, war das relativ naheliegend, ich will nicht sagen zeitgenössisch, aber 70 Jahre ist historisch nicht so weit her, dass sie dieses Beispiel vor Augen hatten, um zu fragen, wiederholt sich hier etwas, was Marx 70 Jahre vorher auch analysiert hat. Und in dieser Auseinandersetzung mit dem historischen Faschismus wurde die Bonapartismus-Theorie von marxistischen Theoretikern zur Erklärung des Aufstiegs des Faschismus herangezogen. Allerdings handelt es sich innerhalb der kommunistischen Bewegung immer um eine Minderheitenposition. Das ist wichtig. Es war niemals eine Mehrheitsposition in dieser Bewegung. Und wichtig ist auch, dass, glaube ich, alle wichtigen Schriften sagen, das historische Vorbild des italienischen Faschismus haben. Sie sind meistens in den 1920er Jahren, N20er Jahren geschrieben. Sie sind also am italienischen Faschismus entwickelt, weniger am deutschen Faschismus. August Thalheimer und Otto Bauer versuchten mit Rückgriff auf den 18. Brumaire die relative Eigenständigkeit des Faschismus und seiner Klassenbasis zu ergründen. Das war wichtig, damit haben sie sich auch von der Mehrheitsströmung in der kommunistischen Bewegung abgesetzt, um eben diese Eigenständigkeit des Faschismus, nicht nur eine abhängige Variante des Kapitalismus, deutlicher herauszuarbeiten. Thalheimer macht folgende Analogien zwischen Bonapartismus und Faschismus aus. Ich zitiere ihn, er schreibt: Der Bonapartismus ist also eine Form der bürgerlichen Staatsmacht im Zustand der Verteidigung, der Verschanzung, der Neubefestigung gegenüber der proletarischen Revolution. Er ist eine Form der offenen Diktatur des Kapitals. Seine andere Form, aber nahe verwandte Form, ist die faschistische Staatsform. Zitat Ende. Zentral ist für Thalheimer dabei die Unterscheidung von politischer und sozialer Herrschaft, so wie bei Marx, um ihre soziale Herrschaft zu sichern, tritt das Kapital, so seine These eben auch jetzt in den 1920er Jahren,
die politische Herrschaft ab, um die soziale Herrschaft zu sichern. Weiterhin heißt es bei Thalheimer, noch einmal Zitat, unverkennbar sind wesentliche Züge gemeinsam mit der bonapartistischen Form der Diktatur. Wieder die Verselbstständigung der Exekutivgewalt, die politische Unterwerfung aller Massen, einschließlich der Bourgeoisie selbst, unter die faschistische Staatsmacht, bei sozialer Herrschaft der Großbourgeoisie und der Grundbesetzer, in Italien relativ deutlich nachzuvollziehen. Und etwas später heißt es bei ihm, ebenso finden sich Übereinstimmungen in der Situation des Klassenkampfes, aus der hier die bonapartistische, dort die faschistische Form der Staatsmacht hervorging. Im Fall des italienischen Faschismus, wie in dem des Bonapartismus, ein gescheiterter Ansturm des Proletariats, darauf folgende Enttäuschung in der Arbeiterklasse, die Bourgeoisie erschöpft, zerfahren, energielos, nach einem Retter ausschauend, der ihre soziale Macht befestigt. Übereinstimmung auch in der Ideologie, als Hauptmittel die nationale Idee, der Scheinkampf gegen parlamentarische und bürokratische Korruption, Theaterdonner gegen das Kapital und so weiter. Da findet man viele Punkte, die wir auch heute bei einer modernen Rechten finden, sagen der Bezug auf die Nation natürlich, antiparlamentaristische Ausrichtung, der vermeintliche Kampf gegen die Eliten, Bürokratie und auch der Theaterdonner gegen das Kapital, ein verbaler Antikapitalismus, der oftmals von diesen Bewegungen, mit diesen Bewegungen einhergeht. Thalheimer macht hier das stark, was Inga vorhin gesagt hat und mit Poulantzas in Frage gestellt hat. Er sagt in einer gewissen Weise, naja, es ist die Drohung der politischen Linken, des anströmenden Proletariats, was die Bourgeoisie dazu bewegt, die Macht an den Faschismus abzugeben, um ihre soziale Macht zu sichern. Ein anderer Theoretiker in dieser Zeit, Otto Bauer, Austromarxist seines Zeichens, hat eine etwas andere Sicht darauf und auch eine etwas andere Begründung, wiewohl er denselben Ansatz verwendet. Er sagt, es ist nicht die revolutionäre Gefahr durch das Proletariat, sondern die dauerhafte Einschränkung der Herrschaft der Bourgeoisie durch die bürgerliche Demokratie. Das sei der Grund für die Machtübertragung an den Faschismus, weil das etwas Neues ist in dieser Zeit, in den 1920er Jahren, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das allgemeine Wahlrecht wird durchgesetzt. Die sagen, Gefahr für die Bourgeoisie sei nicht die Machtübernahme durch das Proletariat, durch eine Revolution, sondern die dauerhafte Einschränkung durch eine reformistische, demokratische Einhegung. In seiner Schrift Zwischen den Weltkriegen erklärt Bauer, die Etablierung bürgerlicher Demokratie schränke die Herrschaft der Bourgeoisie ein, sodass sie nur noch unter dem ständigen Druck der Arbeiterklasse herrsche. In Krisenzeiten kapitalistische Akkumulation, die gleichzeitig, auch das hatte Inga gesagt, politische Krisen der Demokratie sind, sinke die Bereitschaft der herrschenden Klasse, diesen Zustand zu akzeptieren und führe zum Bestreben, das relative Klassengleichgewicht zu den eigenen Gunsten aufzuheben. Also zu sagen, wir haben eine Krisensituation, in der es ist nicht mehr akzeptabel, dass man die eigene Akkumulationsfähigkeit durch einen Reformismus der Arbeiterklasse einschränken lässt. In dieser Situation will man wieder zu einer Herr-im-Haus-Standpunkt zurückkehren und das ist die Stunde, wo man den Faschismus sagen nutzt. Bauer schreibt, die faschistische Diktatur entsteht also als Resultat eines eigenartigen Gleichgewichts der Klassenkräfte. Auf der einen Seite steht eine Bourgeoisie, die die Herrin der Produktions- und der Zirkulationsmittel und der Staatsgewalt ist. Aber die Wirtschaftskrise hat die Profite der Bourgeoisie vernichtet. Die demokratischen Institutionen hindern die Bourgeoisie, ihren Willen dem Proletariat in dem Maße aufzuzwingen, dass ihr zur Wiederherstellung ihrer Profite notwendig erscheint. Nach Bauer ist es also nicht die Furcht vor der Revolution, sondern die Eingrenzung durch den sozialistischen Reformismus, der die Option des Faschismus für die herrschende Klasse attraktiv macht. Er sagt, der Faschismus rechtfertigt sich vor der Bourgeoisie gerne damit, er habe sie vor der proletarischen Revolution, vor dem Bolschewismus gerettet. In der Tat hat der Faschismus in seiner Propaganda Intellektuelle, Kleinbürger und Bauern gerne mit dem Gespenst des Bolschewismus geschreckt. Aber in Wirklichkeit hat der Faschismus nicht in einem Augenblick gesiegt, indem die Bourgeoisie vor der proletarischen Revolution bedroht gewesen wäre. Die Kapitalistenklasse und die Grundbesitzer haben die Staatsmacht den faschistischen Gewalthaufen nicht deshalb überantwortet, um sich vor einer drohenden proletarischen Revolution zu schützen, sondern um die Löhne zu drücken, die sozialen Errungenschaften der Arbeiterklasse zu zerstören, die Gewerkschaften und die politischen Machtpositionen der Arbeiterklasse zu zertrümmern. Nicht also, um einen revolutionären Sozialismus zu unterdrücken, sondern um die Errungenschaften des reformistischen Sozialismus zu zerschlagen. Also insofern eine etwas andere Deutung, nicht die Machtübernahme des Proletariats, sondern die Drohung des Reformismus
dem sich wahrscheinlich Bauer auch zugerechnet hat, des erfolgreichen Reformismus, wie er vielleicht in der Zeit in Österreich in seinen Augen vorherrschte. Das sei der Grund zu sagen, für die Bourgeoisie in dieser Krisenphase des Kapitalismus die Macht zu übertragen. Ich hoffe, dass durch die Darstellung einige Elemente der heutigen Debatte um den Aufstieg dieses Rechtsautoritarismus wieder zu erkennen sind. Einige Punkte will ich nennen. Die Übereinstimmung bei der Art der politischen Kommunikation. Das spielte damals eine Rolle, das spielt heute für alle diese Parteien eine wichtige Rolle. Die Gegenüberstellung Volk versus Elite, ein ganz zentraler Punkt für die Gewinnung von Zustimmung aller Parteien dieses Typs. Die Politik in ständigen Widersprüchen, etwas, was man im Bonapartismus findet, was man aber auch historisch im Faschismus findet und mit dem heute zu unserer Überraschung diese autoritäre Rechte unglaublich gut umgehen kann. Wir weisen dauernd darauf hin, dass sie sich komplett widersprechen in ihrer Argumentation. Es schadet ihnen aber an keiner Stelle bisher. Und das ist etwas, was wir historisch in all diesen Bewegungen wiederfinden. Ebenso die verbale Form des Antikapitalismus, vielleicht teilweise heute Antineoliberalismus, die wir bei vielen dieser Parteien finden. Die AfD etwa, die deutlich in ihrer Diktion sozusagen gegen diese Form des globalisierten neoliberalen Kapitalismus argumentiert. Wiewohl, auch darauf hatte Inga hingewiesen, sie in ihrer Realpolitik das reproduziert in vielen Fällen und auch dort, wo sie an der Macht ist, reproduziert. Die Formen des Antiparlamentarismus, sagen über den Bonapartismus und den Faschismus, bis heute spielen sie eine Rolle und gemeinsam ist, denke ich, auch die heterogene Klassenbasis und die starke Stellung in der Arbeiterklasse bzw. den Mittelklassen. Auch das ist etwas, was wir heute finden und schließlich auch die Form der Personalisierung und vor allen Dingen der sogenannten Anti-Establishment-Politik. Etwas, was für die Parteien heute von zentraler Bedeutung ist, sich gegen die herrschenden Eliten oder das, was dafür wahrgenommen wird, zu etablieren. Warum ich trotzdem eher skeptisch bei der Anwendung des Ansatzes auf die heutige modernisierte radikale Rechte bin, will ich abschließend in 5 kurzen Punkten begründen. Der erste Punkt, ich halte den von Marx entwickelten Bonapartismus-Ansatz für ein nützliches Instrument, um die Aufstiegsphase und vor allen Dingen die Machterlangung des europäischen Faschismus in der Zwischenkriegszeit zu erklären. Ich glaube, es ist ein gutes Mittel, um diese Aufstiegs- und Machterlangungsphase zu erklären. Er ist kein gutes Instrument, um die Herrschaftsphase des Faschismus zu erklären. Die Unterschiede zwischen dem Faschismus in Deutschland und Italien lassen sich mit dem Bonapartismus nicht erklären. Der bietet da gar keine Möglichkeit, das weiter zu differenzieren. Und auch das ungeheure Gewaltpotenzial, was den Faschismus auszeichnet, lässt sich eigentlich mit dem Bonapartismus-Ansatz und gerade mit dem historischen Vorbild nicht erklären. Der zweite Punkt, der für mich sagen, die Nutzbarkeit eher einschränkt. Gleichgewicht der Klassen, eigenständige Klassenbasis und die Verselbstständigung der Exekutive sind, wie häufig jetzt erwähnt, entscheidende Merkmale des Bonapartismus nach Marx. Für den Aufstieg des Faschismus in der Zwischenkriegszeit lassen sich Anhaltspunkte für alle 3 Merkmale finden. Ich glaube, die kann man tatsächlich nachweisen. Für die gegenwärtige Phase lässt sich aus meiner Sicht weder von einem Gleichgewicht der Klassen noch von einer Verselbstständigung der Exekutive sprechen. Bei der Klassenbasis gibt es Ähnlichkeiten von zum Bonapartismus. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen. Der dritte Punkt. Der historische Faschismus kam im Zuge einer schweren Hegemoniekrise des Kapitalismus zur Macht. Heute kann man, würde ich zumindest sagen, eventuell von einer Legitimationskrise des neoliberalen Modells sprechen, nicht aber von einer existenziellen Krise des Kapitalismus, die ihn zur Abtretung politischer Machtstellung veranlassen würde. Ich sehe sie zumindest so nicht. Ein vierter Punkt, wenn ich es richtig sehe, unterscheide ich mich von Inga einzig und allein in der Frage, ob man ein weiteres oder engeres Verständnis des Bonapartismus zugrunde legt. Ich vertrete eher ein enges Verständnis. Das hat aber was damit zu tun, dass für mich dieser Ansatz ganz stark im Zusammenhang mit einer materialistischen Erklärung des historischen Faschismus steht. Und vor diesem Hintergrund scheue ich mich vor einer zu schnellen Parallelisierung der modernen radikalen Rechten mit dem historischen Faschismus, was für mich vor allen Dingen mit dem Gewaltpotenzial des Faschismus, seiner paramilitärischen Organisierung und dem aktivistischen Massenanhang zu tun hat. Also 3 Merkmale, die für mich beim historischen Faschismus sehr, sehr wichtig sind und die wir zumindest in dieser Form, in den heutigen Formen dieser modernen Rechten so nicht oder vielleicht auch nur noch nicht finden. Und letzter Punkt, ideologisch stehen Teile der aktuellen Rechten,
weltweit, würde ich sagen, ohne jeden Zweifel in der Tradition des Faschismus. Nicht als Gesamtbewegung, aber in mehr oder weniger großen Teilen. Mit dem Bonapartismus reden wir jedoch vom Faschismus an der Macht. Und trotz aller Tendenzen und Gefährdungen kann ich weder für Ungarn noch Polen, Österreich, Italien oder auch die USA tatsächlich sinnvoll vom Faschismus an der Macht sprechen. Erst die Zukunft wird, glaube ich, zeigen, ob sich einzelne Länder dahin entwickeln. Das weiß natürlich niemand und die Gefahren sind sicherlich da. Aber heute würde ich sagen, wir können nicht sagen, wir haben es in den USA oder in Ungarn mit einem Faschismus an der Macht zu tun, sondern da sind aus meiner Sicht die Differenzen zu groß. Deswegen würde ich die Übernahme des Modells für diesen Fall zu sagen, mit Vorsicht genießen oder anzweifeln. Vielen Dank. Ich beide. Bevor wir es öffnen, hätte ich doch noch mal eine Nachfrage, um den Bogen zu schlagen zu dem, wo wir angefangen haben, nämlich die Frage nach den Gegenstrategien. Die Analyse ist ja wichtig, um dann besser zu wissen, was man machen möchte dagegen. Inga, du hast geschlossen damit, dass du gesagt hast, wir können, oder die USA sind ein gutes Beispiel dafür, die Widersprüchlichkeit dessen, was Donald Trump macht, im Gegensatz zu dem, was er sagt. Wir können ihnen nachweisen, ne, dass sie was anderes tun, als sie sagen. Das scheint uns aber nichts zu nützen. Was wäre deines Erachtens der Ansatz für die Opposition? Ich weiß gar nicht, ob uns das nichts nützt. Also zunächst einmal ist es ja so, dass in meinen Augen Donald Trump die Wahl 2016 gar nicht gewonnen hat, sondern Hillary Clinton sie verloren hat. Also wenn man sich anschaut, was die vorangegangenen Kandidaten der Republikaner, wie viel Wähler sie mobilisieren konnten, John McCain und Mitt Romney, die haben 2008, 2012 mit kaum weniger Stimmen als Donald Trump gegen Obama verloren. Von daher war das Problem eher sozusagen die Nicht-Mobilisierungsfähigkeit von Hillary Clinton. Das ist allerdings in einer Situation, die eine Tiefe, worauf wir gar nicht zu sprechen gekommen sind, aber einer tiefen gesellschaftlichen Krise in den USA, die gesellschaftlich insgesamt eher vergleichbar sind, in meinen Augen, mit der Erosion der Mittelklassen, mit Großbritannien und Spanien, Portugal, Griechenland, als jetzt mit Deutschland, wo halt die Erosion der Mittelklassen überhaupt nicht den Grad erreicht hat wie in den USA. In den USA hat es mit Deindustrialisierung und Stichwort Studiengebühren zu tun. Dass in dieser Situation es ja enorme Wut gab, eine enorme Anti-Establishment-Stimmung und das, was Politikwissenschaftler eine politische Situation oder populistische Situation oder populistisches Moment nennen würden. Und in dieser Situation hat Hillary Clinton die Botschaft vertreten, Amerika ist jetzt schon großartig und man müsse einfach nur so weitermachen wie bisher. Und von daher glaube ich, also das demokratische Establishment hatte gesagt, wir wissen jetzt, dass Bernie Sanders, dem fliegen die Herzen der Parteibasis zu, der ist viel mobilisierungsfähiger, aber Hillary Clinton sei die Einzige, die wählbar gewesen sei. Das war schon damals gelogen, weil die Umfragen allesamt fast zeigten, dass Hillary Clinton schweren Stand gegen Trump haben würde und Bernie Sanders teilweise mit zweistellig gegen Trump gewinnen würde, oder zweistelligen Vorsprung. Und auch Nachwahlnachfragen haben das ergeben. Von daher glaube ich, die Frage ist, wie kann die Linke Alternativen zu einem nicht haltbaren Zustand aufzeigen? Weil sobald die Linke nicht die Machtfrage stellt, sobald sie letzten Endes nur ein Wurmfortsatz, der linke kritische, immer nörgelnde Wurmfortsatz des liberalen Parlamentarismus ist, der nicht mehr funktioniert, dann
ist das das Auftriebsmoment der rechten Kräfte? Ich meine, die AfD hat beispielsweise in Deutschland Issue Ownership in der Europafrage letzten Endes gehabt, also so was die Politikwissenschaftler Issue Ownership nennen, also letzten Endes, wo es immer ist, alle gegen die AfD. In der Migrationsfrage war das alle gegen die AfD und das ist natürlich ein schwieriges Terrain für eine Linke, wenn sie immer nur sagt, also die SPD will den 12-Euro-Mindestlohn, naja, wir legen noch einen Euro drauf und sagen 13. Von daher glaube ich, also es muss eine starke, glaubwürdige Linke sein, die glaubwürdig vertreten kann und glaubwürdig auch den Anspruch erhebt, die Macht übernehmen zu wollen. Und man sieht ja in den USA jetzt mit Sanders oder auch mit Corbyn, dass eine Linke dann eben auch sichtbar ist. Ich glaube tatsächlich, wenn Sanders nominiert worden wäre und nicht von dem demokratischen Partei-Establishment torpediert worden wäre, bis zu einem Punkt, dass die Parteivorsitzende Debbie Wasserman Schulz ja zurücktreten musste, dass wir heute nicht über den Rechtsruck in den USA sprechen würden, sondern über den Linksruck, denn dann wäre Bernie Sanders Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Ja, gut. Sehen wir mal, was 2020 bringt. Also du sagst Alternativen. Jetzt? Gut. Danke. Du sagst Alternativen entwickeln und die Machtfrage stellen. Gerd, siehst du das ähnlich? Ja, dem würde ich natürlich überhaupt nicht widersprechen. Ich bin, oder um hier mal, sagen wir mal, einen kleinen Widerspruch, wir müssen ein paar Widersprüche produzieren, damit wir besser in die Diskussion kommen. Ich bin ein großer Anhänger davon. Also ich arbeite im Bundestag, ich gucke mir die AfD Woche für Woche an und ich schreibe da Woche für Woche, was die im Bundestag machen und schicke das an meine Abgeordneten. Und natürlich ist ein Thema, was ich mir stark angucke, die ganze soziale Frage. Natürlich, weil das der Punkt ist, der sozusagen unser Leib- und Magenthema als Linkes, und auch wir haben natürlich gemerkt, also die Linke hat Wählerstimmen an die AfD verloren, das wissen alle und das ist auch eine Konkurrenzsituation oder war es zumindest. Und große Sorgen bestehen bei vielen Leuten, dass die AfD die soziale Frage stärker für sich entdeckt, dass der Höckeflügel sich da durchsetzt und sozusagen einen Antikapitalismus von rechts in den Weg setzt, dann haben wir alle große Angst, was dann bei den ostdeutschen Landtagswahlen passiert, zum Beispiel. Also, und insofern lege ich da immer großen Wert drauf, diese Widersprüche herauszuarbeiten. Und die gibt es und die kann man massenhaft nachweisen. Also die AfD erzählt, der Höcke erzählt irgendwelches vermeintlich linksradikal-völkisches Zeug und im Bundestag erzählen die ganz andere Sachen, neoliberalen Kram, die Weidel irgendwie und die Mehrheit dort macht eine ganz andere Politik. Meine Sorge ist nur, dass wir das erzählen können, das kommt überhaupt nicht an und das lässt mich so ein bisschen verzweifeln, weil die Leute offensichtlich die AfD nicht wählen, weil sie irgendeine Form von Erwartung haben, dass diese Partei ihre sozialen Probleme löst. Das ist anscheinend nicht der Grund, weswegen, wenn wir jetzt mal bei der AfD bleiben, die Leute diese Partei wählen. Oder jedenfalls nicht der primäre Grund, sondern sie haben andere Erwartungen. Fragen von Anerkennung, Fragen von gehört werden, was auch immer. Und ganz offensichtlich ist die AfD mit einem Thema erfolgreich, was man allgemeinsprachlich mit Rassismus bezeichnet, was man auch weiter differenzieren kann, etablierten Vorrechte, was auch immer. Das macht es offensichtlich für viele Leute akzeptabel, etwas in Kauf zu nehmen. Auch die Beispiele, die Inga gesagt hat, wir hatten uns vorhin im Vorgespräch darüber unterhalten. Die FPÖ in Österreich, wahnsinnig starke Wählerklientele in der klassischen Arbeitnehmerschaft, Arbeiterklasse, wie man klassischerweise früher gesagt hätte, macht eine Politik jetzt in der Regierungsverantwortung, die klare neoliberale Politik umsetzt. Ich habe nicht gehört, dass es in irgendwelchen Umfragen bisher geschadet hat. Und das zeigt, dass offensichtlich die Leute dort eine andere Erwartung haben oder dass es nicht ihre Erwartung ist, dass diese Parteien sozialpolitisch vor allen Dingen etwas machen, sondern es zeigt, dass diese Leute oder viele Menschen die Erwartung haben, diese Parteien sollen zeigen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und dass sie dazugehören, und das muss gar nicht heißen, dass sie ökonomisch bevorteilt werden, und dass andere Leute, die sie als nicht dazugehörig definieren, sich auch in diesen Gesellschaften stärker hinten anstellen müssen oder gleich ganz rausgedrängt werden. Das macht offensichtlich für viele die Attraktivität aus. Ich will damit nur sagen, dass dieser Widerspruch oder das Problem über die soziale Frage aufzulösen aus linker Sicht zwar ein richtiger ist, und ich finde den auch nach wie vor für eine linke Politik wichtig, aber er führt kurzfristig, glaube ich, nicht zu dem Erfolg. Und vielleicht einen zweiten Punkt oder einen Punkt würde ich noch ansprechen wollen, der allerdings den Punkt von Inga unterstützt. Wenn man sich anguckt,
wann eigentlich der Aufstieg dieser Rechten eingesetzt hat, dann würde ich sagen, ist zwar die von dir beschriebene Finanzkrise, also die Krise des Kapitalismus seit 2008, sicherlich nochmal ein Katalysator gewesen, aber der Aufstieg vieler dieser Parteien, wenn wir von Deutschland absehen, war viel früher. Der begann schon in den Ende 1990er, frühen 2000er Jahren. Die FPÖ war 2000 Regierungspartei in Österreich. Und das läuft, glaube ich, parallel mit dem Abstieg einer vorherrschenden Linken in Westeuropa, und zwar der sozialdemokratischen Linken. Die sozialdemokratische Linke hat ihre klassische Rolle nach 1945 einfach in den 1990er, 2000er Jahren aufgegeben, nämlich die Frage von im Kapitalismus bestehender Umverteilung von oben nach unten in bescheidener Form, von links immer zu Recht kritisierter Form, aber in bescheidener Form zu organisieren. Und die Aufgabe dieser Rolle hat, glaube ich, einen politischen Platz geschaffen, in den die Rechte reingestoßen ist. Und eine radikale Linke hat es mit den von Inga benannten Ausnahmen, und an die müsste man tatsächlich anknüpfen, nicht geschafft, diese Rolle in einer radikalisierten Form, in einer attraktiven Form auszufüllen. Und insofern ist dieser Platz nach wie vor frei und wird von der Rechten genutzt. Okay, Fragen, Kommentare. Wie sollen wir es machen? Sollen wir ein Mikro in das Publikum geben? Dürft ihr euch gerne melden. Ja, vielen Dank für eure Erklärungen und diese kritische Bestandsaufnahme der Übertragbarkeit. Was ja so ein Unterschied möglicherweise noch darstellen könnte, den ich jetzt selbst aber gar nicht einschätzen kann und wo ich gerne eure Meinung zu wüsste, ist dieses Element, also diese Frage der inter- und transnationalen Vernetzung. Ja, also weil diese Bonapartismus-Theorien, die gucken ja auf so ein Land, haben so einen nationalstaatlichen Fokus und das mag dann vielleicht bei Frankreich funktionieren, dann später in den 1920er Jahren diese starke Vernetzung zwischen den einzelnen faschistischen Bewegungen, die dann mal sich gegenseitig stützen oder auch wieder dann zusammenfallen, ist sicherlich so ein Unterschied zum klassischen bonapartistischen, zu der klassisch bonapartistischen Situation. Wie würdet ihr das denn heute einschätzen? Also die Rolle von so Vernetzungen zwischen diesen bonapartistischen Akteuren, die dann aufstehen. Ich denke gerade noch nach, die Frage der Vernetzung. Ja, natürlich gibt es sie, also in einer gewissen Weise würde man auf den ersten Blick sagen, naja klar, momentan, also Salvini ist bei Orban zu Besuch, die versuchen da eine Koalition auf europäischer Ebene zu schmieden, auch die Ausprägungen in vielen Ländern sind ja ähnlich. Ich glaube, wenn man genauer hinguckt, sieht man A, dass diese Parteien teilweise doch, also dass es doch auch Unterschiede gibt. Die sind ideologisch nicht alle gleich. Wir finden da doch sehr unterschiedlich. Die AfD ist ganz anders gestartet, als sie heute dasteht. Der Front National hat eine Entwicklung durchgemacht. Die AfD hat noch bis vor wenigen Jahren gesagt, niemals mit dem Front National zusammen. Das ist ja mehr oder weniger eine nationalsozialistische Partei. Das sind wir nicht. Wir sind eher wirtschaftsliberal. Heute gibt es einen gewichtigen Flügel in der AfD, der das anders sieht, der sich aber aus meiner Sicht auch noch nicht durchgesetzt hat. Das heißt, es gibt gemeinsame Interessen, es gibt eine Vernetzung und es gibt vor allen Dingen das, das hatte Stefanie eingangs gesagt, das Momentum ist auf deren Seite und das vereinigt auch. Also sozusagen das zeigt, und das sagt auch jemand wie Orban, ne, der hat jetzt gesagt, mit Blick auf die EVP, naja, die Frage für ihn stände, ob er sich einer abgehalfterten, konservativen und unattraktiven Rechten wie der EVP oder einer jungen, aufstrebenden Rechten wie eben der, ich nenne sie jetzt mal autoritären Rechten anschließen soll. Das ist das Gemeinsame, aber darunter gibt es, glaube ich, schon auch noch eine Reihe von Unterschieden. Allein die Frage der Stellung zu Russland, also sozusagen, wenn man sich anguckt, wie die AfD oder auch Orban zu Russland steht, also was für sie irgendwie so eine Art Role Model teilweise ist, bis hin zu Fragen der Finanzierung, dann würden wahrscheinlich der Kaczynski in Polen sagen, also nur über meine Leiche, also das ist etwas, eine völlig andere Ausrichtung, die wir haben. Und auch wirtschaftspolitisch kann man Unterschiede sehen. Aber die sehen natürlich, dass das Momentum auf ihrer Seite ist und dass sie tatsächlich die Möglichkeit haben, auch auf europäischer Ebene, ich glaube nicht
sozusagen eine reale Machtposition zu beziehen, mehrheitsfähig zu werden, aber einen solchen Drive zu entwickeln, dass sich auch der etablierte Konservatismus an ihnen ausrichten muss oder Zugeständnisse machen muss und man insofern sagen, die Achse weiter nach rechts verschieben kann. Und das ist, glaube ich, die Form der aktuellen Zusammenarbeit. Historisch gab es die natürlich auch, also Achse Berlin, Rom und von mir aus auch bis Tokio, aber in vielen Fällen natürlich dann ein eher abhängiges Verhältnis. Ne? Also jetzt historisch, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, nachdem der deutsche Faschismus sehr, sehr dominant war, waren die anderen Faschismen doch sehr, sehr stark abhängig vom deutschen Faschismus und es war kein gleichberechtigtes Verhältnis in irgendeiner Form. Ich fand es gerade bei dem Teil von Inga eine sehr starke Betonung der ökonomischen Krisenmomente. Du hast ganz viele ökonomische Krisen, Teilkrisen aufgezählt. Und ein bisschen ist mir nicht klar geworden, wo jetzt konkret, Stichwort Bonapartismus-Theorie, das spezifische, also die relative Autonomie der faschistischen Bewegung steht. Also sozusagen, wo ist das unabhängig von Krise oder in welchem Verhältnis steht diese Bewegung zur Krise und den herrschenden Kapitalfraktionen, die ja mit dieser Krise auch umzugehen haben. Ich interessiere mich für diesen staatstheoretischen Zugang und frage mich gerade sozusagen, wie könnte man da mit beispielsweise Polanzas rangehen und fragen, ob die neoliberale Form von Staatlichkeit, die sich seit den 1980er Jahren etabliert hat, auch gewisse Opportunitätsstrukturen bietet, die so einen Aufstieg von der neuen Rechten, von diesen Bonapartisten, über die wir diskutieren, ermöglicht hat. Also kann man da irgendwie herangehen, könnte man da irgendwie ansetzen? Ich denke, dass also wir erstmal historisch beobachten können, dass starke rechte Bewegungen in den großen Krisen des Kapitalismus, den Vieren, die ich sehen würde, halt entstanden sind, also jetzt in der großen Depression halt dann diese auch aus den Mittelklassen getragene Bewegung. Da ist, glaube ich, diese Unterscheidung zwischen faschistischer Bewegung und Faschismus als Herrschaftsform unglaublich wichtig. Roger Griffin macht das ja auch stark, sozusagen, dass man Phasen faschistischer Bewegungsentwicklung sehen kann und da tatsächlich auch Momente der Gewalt und auch des Straßenaktivismus durchaus sehr hinzukommen könnten unter Umständen. Also von daher finde ich das eine ganz wichtige Sache, aber dass sozusagen in diesen Krisen diese Bewegungen stark werden aus den Mittelklassen, jetzt in den 1870er Jahren dann eben die ganzen Bewegungen, der Deutsche Flottenverein, der Alldeutsche Verband, nationalistische, chauvinistische Kräfte und meines Erachtens, ich habe das in meinem Aufsatz in Studies in Political Economy, die Rechte als die natürliche ideologische Form von Krisen beschrieben, weil natürlich in diesen Krisen so diese Frage der etablierten Vorrechte, also sich die Frage stellt, wer bezahlt eigentlich für die Krise? So, und sozusagen das dann natürlich verhandelt wird zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und die Mittelklassen, die sehr stark konformitätsorientiert sind, sehr stark auch bürgerlichen Lebensidealen nachstreben, die sozusagen alles getan haben, um funktionierende, gute Marktsubjekte zu werden, sich dann natürlich fragen, warum sollen und Angst haben, sozialen Abstieg zu erleben, sich fragen, warum sollen wir für die Krise zahlen? Es gibt doch die undeserving, es gibt sozusagen die von außen kommenden, es gibt die, die nicht arbeiten wollen und die sollen eher für die Krise zahlen. Und da bietet sich rechtes Gedankengut natürlich sehr gut an, weil wenn man diese Links-Rechts-Unterscheidung nimmt, also im historisch-kritischen Wörterbuch habe ich einen Beitrag Links-Rechts geschrieben und dann argumentiert, dass es eben der Versuch ist, die Begründung der Ungleichwertigkeit, das ist auch jetzt nicht von mir, es ist eine bekannte Definition von Rechts sein, die eben dann begründet, welche Gruppen von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden sollen. Und ich glaube, die Stärke der Rechten ist ja genau, dass sie sagt, alles kann so bleiben, wie es ist,
alle können ihr Leben weiter so leben, wie sie wollen, wenn man nur illiberal und antihumanistisch gegen die, die nicht berechtigten Gruppen vorgeht. Also die hungrigen Mäuler aus Griechenland, die hungrigen Mäuler aus Syrien oder aus Afrika, die man dann im Mittelmeer ertrinken lässt, und aber auch die hungrigen Mäuler von unten, die immer Umverteilung wollen. Also wenn man zum Beispiel Sarrazin genau liest, der ein Katalysator war, für den wäre ja schon jede Strukturförderung für Mecklenburg-Vorpommern abzulehnen, weil er argumentiert hatte, naja, das muss ja irgendwas mit der Intelligenz zu tun haben, dass es denen wirtschaftlich nicht so gut geht. Und das ist sozusagen eigentlich eine Radikalisierung des Neoliberalismus in Krisenmomenten, der dann sozusagen noch seine letzten Elemente von Humanität abstreift. Christoph Butterwegge würde vielleicht sagen, das ist dann ein Marktextremismus. Von daher, glaube ich, ist dieser Zusammenhang historisch gegeben, aber er lässt sich eben auch aus der Funktionalität der rechten Ideologie in diesen Situationen herausdefinieren, weil nämlich das Besondere an der Rechten ist ja, dass sie eigentlich keine Gesellschaftstheorie hat, anders als der Liberalismus oder der Sozialismus. Wir haben klare Vorstellungen, der Liberalismus hat eine klare Vorstellung davon, wie die Wirtschaft und Gesellschaft organisiert sein sollen, der Sozialismus hat es auch. Die Rechte, mit David Horowitz, dem bekannten Neokonservativen, gesagt, der hat mal gesagt, wir wissen, wogegen wir sind, nämlich gegen Sozialismus, Gleichmacherei und die Linke, aber wir wissen eigentlich nicht, wofür wir sind. Und das ist, macht, glaube ich, auch ein bisschen so die Hilflosigkeit der Rechten dann an der Macht aus, weil sie eigentlich kein Projekt haben. Also sie sind Donald Trump beispielsweise, glaube ich, sein Projekt war Donald Trump. Die rechte Populisten argumentieren, die da oben sind, nicht mehr glaubwürdig. Ich bin glaubwürdig, ich bin Donald Trump, ich bin schon reich, ich muss mich nicht in der Politik bereichern. Ich hatte eine Fernsehshow gehabt, wählt mich einfach und dann wird sich alles ändern. Wo sich die Rechte dann ja sehr stark auch von einer populistischen Linken unterscheidet, die eben sagt, wir müssen uns organisieren, wir müssen den Widerstand gegen die organisierte kapitalistische Klasse entwickeln. Und zu der Frage zu Neoliberalismus und Rechte, ich glaube, da hat Gerd genau das Richtige gesagt, dass der Neoliberalismus historisch mit einer Repräsentationskrise einhergegangen ist. Also die Aufgabe der Vollbeschäftigungspolitik, die Aufgabe sozusagen der Mitnahme der gesamten Bevölkerung, der sozialen Integration, hat natürlich dazu geführt, dass größere Teile nicht mehr mitgenommen wurden. Die sind erst in die Nichtwählerpartei gekommen. Deutschland beispielsweise, die SPD hatte nach 1998 10 Millionen Wähler verloren. Ein Drittel ging zum Grünen, ein Drittel ging zu Linken, ein Drittel zu Nichtwählern. Und das Drittel hat letzten Endes dann vor allem in der AfD auch sozusagen sich wiedergefunden, bis zu den Teilen auch, die von der Linken dann übergewandert sind. Ne? Ich weiß nicht, du weißt es genauer, aber von daher ist natürlich der Neoliberalismus hat die Potenziale, das Vakuum geschaffen, in das der Rechtspopulismus stoßen konnte, mit auch der Forderung nach Souveränität. Das ist, glaube ich, auch nochmal das Besondere, weil die Neoliberalen sagen, es gibt keine Alternative zur Marktgesellschaft und der Staat hat letzten Endes nicht mehr die Funktion, alle mitzunehmen. Und da kann natürlich eine völkische Rechte sehr gut reinstoßen. Und eine Linke müsste dem eben etwas entgegensetzen. Und da finde ich vielleicht nochmal zu dem, vielleicht ein kleiner Kritik, was du gesagt hast. Was ja interessant ist, ist, dass wenn die Linke ihre Diskurse voranbringt und auch radikal formuliert, dass andere rechte Diskurse nicht mehr stattfinden. Ich meine, die AfD stagniert in den Umfragen und wir reden seit Monaten nicht über Ali F. oder Mohammed B., die in Stadt A oder Stadt Z dies oder das getan haben, sondern wir reden über deutsche Wohnen enteignen, wir reden über Eigenbedarf und diese ganzen Fragen. Ich glaube, das zeigt auch, also wie stark man eigentlich den rechten Diskurs, dem man ansonsten irgendwie ohnmächtig ausgeliefert ist, tatsächlich auch zurückdrängt. Kann. Zwei Punkte. Also, du hast recht, aber nur um die Sache weiterzutreiben. Wir hatten Fraktionssitzung heute und da ist manchmal ein Kollege, der aktuelle Zahlen präsentiert und da geht es immer um Umfragedaten und so weiter. Und in Bezug jetzt auf die Europawahl, aber auch das, was Parteien interessiert, wie stehen wir gerade in der Wählergunst da? Und eine der vielen Fragen, die gestellt wurde, ist, wie ist denn die Problemwahrnehmung der Leute, was Themen angeht? Und da wurde gesagt, naja, was allgemeine Themen angeht, ist momentan das Thema Klima und Umwelt natürlich ganz oben, der Hype der Grünen darüber. Aber bei der Frage, welches Thema muss Politik am dringendsten lösen,
war nach wie vor das Thema Flucht und Migration und Integration mit weitem Abstand ganz oben bei den Leuten. Und das sind nach wie vor Themen natürlich, die von der Rechten bedient werden. Also will damit nur sagen, das stimmt zwar, die stagnieren, aber ich befürchte, wir werden nach den drei Wahlen in ostdeutschen Bundesländern wieder anders darüber reden. Auf Bundesebene stagnieren sie zwar, also ich will nur sagen, das Potenzial ist, sagen zwar viele, die haben ihr Potenzial ausgeschöpft, aber ich befürchte, sie können es mit jeder neuen Krisenerscheinung, sei es ökonomischer Art, sei es aber auch gesellschaftspolitischer Art, sehr schnell auch nochmal mindestens kurzfristig ausweiten. Und vielleicht einen Satz nur, ich kann das nicht so gut auf einer staatstheoretischen Ebene beantworten, aber ich glaube in der Tat auch, dass der Neoliberalismus entscheidende Voraussetzungen geschaffen hat. Und er hat vor allen Dingen, glaube ich, auch sozusagen in seinem Politikmodell etwas angelegt, was von dieser Rechten genutzt wird. Heidmeier nennt es autoritären Neoliberalismus. Und diese Form des Autoritarismus, der angelegt ist, der über den Markt generiert wird, das ist etwas, was von der Rechten genutzt werden kann und was auch, sozusagen, ich glaube, wo der Neoliberalismus stark vorgearbeitet hat, ist, dass er ideologisch einfach weit in die Köpfe der Leute eingesickert ist. Und dieser Ideologie, du musst selber sehen, wie du dich auf dem Markt behauptest. Und dazu musst du auch diejenigen, die rechts und links neben dir Wettbewerber sind, wegdrängen und jeden Vorteil, den du hast, nutzen. Das macht sich heute die Rechte zunutze, indem sie sagt, wir sagen dir, welchen Vorteil du nutzen kannst, und zwar den deiner Herkunft. Du bist Deutscher und deswegen kriegst du mehr als andere hier im Land. Das ist etwas, was, glaube ich, auch nochmal eine Verbindung zu dieser neoliberalen Ideologie ist, die ja über 25 Jahre in diesem Land sozusagen bis in die Sozialdemokratie hinein vertreten wurde. Und was die Leute jetzt sagen, ja genau, das wende ich auch an. Und die Rechte macht mir da ein attraktives Angebot, wie ich einen Startvorteil in diesem Marktwettbewerb, in dieser Gesellschaft bekommen kann. Ich wollte noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Mir scheint da ein Widerspruch gewesen zu sein, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Und vielleicht könnt ihr mir erklären. Und zwar hattest du ja einerseits gesagt, dass die Erwartung der Wählerinnen an die jetzt rechten Parteien gar nicht unbedingt sozialpolitischer Natur sind. Und gleichzeitig macht ihr aber beide, und das habt ihr gerade wiederholt öfters, den selbstverschuldeten Niedergang der Sozialdemokratie verantwortlich für den Aufstieg der Rechten. Wie geht das zusammen? Also das heißt, wo grätscht da was rein oder wo ist noch mehr als nur die Sozialdemokratie schuld an der ganzen Misere? Genau. Ich wollte noch mal nachfragen, wie das gedacht ist mit der Option, die Linke müsste ja dann auch mal zusehen, dass sie die Machtfrage konsequenter stellt und nicht einfach nur ein meckerndes Anhängsel des linken Liberalismus ist. Habe ich das richtig verstanden? Geht es da um die Aneignung der politischen Macht in einer kapitalistischen Gesellschaft oder also was versteht ihr da unter der Aneignung der Macht durch eine Linke? Wenn es darauf hinausläuft, eine parlamentarische Macht zu bekommen, dann sieht es da ziemlich trübe in meinen Augen aus, wenn man hier in Berlin den Senat sich anschaut. Das haben wir jetzt zum zweiten Mal, dieses Trauerspiel. Ich brauche nur ein Stichwort zu nennen, das ist die Situation der Mieter. Was kann also Frau Lomscher an der Situation überhaupt ändern und was wird sie da ändern? Und das zieht sich fort über alle möglichen Themen bis hin zu den Fragen Privatisierungswellen, die über Berlin gelaufen sind, während die PDL ja auch mit im Senat gewesen ist. Das ist in anderen Ländern nicht anders, also in anderen Bundesländern, da sieht es genauso aus. Also diese parlamentarische Machtfrage kann es in meinen Augen irgendwie nicht sein. Es müsste schon was anderes sein und da habe ich meine Zweifel, ob in einem kapitalistischen Land eine linke Bewegung, das möchte ich durchaus breiter verstehen, überhaupt in der Lage sein muss und kann, eine Majorität im Meinungskampf und so weiter zu erreichen, wenn nicht die Verhältnisse selbst schon richtig wanken und anfangen zu tanzen. Weil sie eben mit ihren Vorstellungen von Gesellschaft diametral diesen Strukturen, ökonomischen und sozialen Strukturen der Hierarchie entgegenstehen müssen.
Und da haben Sie in meinen Augen eigentlich auch natürlicherweise eine schlechtere Position für den Ausgang, was aber für eine sozialistische Revolution gar nicht unbedingt was macht. In zweiter Hinsicht ist mir das von Otto Bauer anzuwenden auf heute nicht ganz klar, weil ihr habt jetzt ja auch ausführlicher gerade davon gesprochen, dass der Neoliberalismus es geschafft hat, die sozialen Errungenschaften der Lohnabhängigen zurückzudrängen, kaputt zu machen. Und bei Otto Bauer ging es darum, dass die Bourgeoisie dazu eine faschistische Bewegung braucht. Schröder ist ja nun kein Faschist, hat aber die tiefste Umwandlung in Deutschland geschafft auf diesem Metier. Also kann das irgendwie nur in Beziehung von Otto Bauer, nur in Beziehung auf die damalige konkrete Situation gemeint gewesen sein? Ich würde denken, das ist nach historisch-politischen Umständen immer sehr verschieden. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man die Schrift von Karl Marx nochmal genauer anschauen könnte. Was war damals konkret recht anders, dass zum Beispiel ein Damoklesschwert über der Bourgeoisie hängt? Das kann ich zum Beispiel bei Adolf Hitler gar nicht sehen, das Damoklesschwert über der Bourgeoisie. Kommst du bitte zum Schluss? Jetzt bin ich auch zu Ende, weil die Bourgeoisie einen unglaublichen Reibach während des ganzen Zweiten Weltkrieges macht, zumindest die Zentrale, die mächtigsten Teile der Bourgeoisie. Danke. Gut, je später der Abend, desto komplexer die Fragen. Ich würde jetzt einfach aufgrund der fortgeschrittenen Zeit euch bitten, dass ihr so gut es geht darauf eingeht, ein Schlusswort, das auch gleichzeitig als Schlusswort nutzt und dann können wir ja danach noch ohne Mikro und Kamera weiter reden. Wer hat die Antwort schon parat? Also ich glaube, bevor so diese zu der Frage, die da hinten gestellt wurde, ich glaube, dass zum einen die ökonomische und die materielle Basis natürlich eine große Rolle spielt, auch in der Abwertung der sozialen Angst. Oskar Negt hat mal die Angst als den Rohstoff des Rechtspopulismus bezeichnet. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und man kann, ich habe im Jacobin-Interview mal die Hypothese gewagt, dass die Angst vor sozialem Abstieg sich eher nach rechts orientiert. Und dort, wo der Abstieg, insbesondere die Erosion der Mittelklassen, besonders fortgeschritten ist, sie ein viel stärkeres Potenzial hat, nach links zu gehen. Weil es ja ein bemerkenswertes Phänomen ist, dass die Länder, die am härtesten von der Eurokrise getroffen worden sind, also Griechenland, Spanien, Portugal lange und auch Italien, wenn man jetzt die Fünf-Sterne-Bewegung und ihre Wählerbasis von ehemaligen Linkswählern und so weiter sieht, eine eher linke Antwort auf die Krise hatten mit Podemos und so weiter, als jetzt die nordeuropäischen Länder, wo infolge der Euro-Krise und infolge der Fluchtbewegung eher die Rechte stark geworden ist. Und ich glaube sozusagen, also mit der Hypothese könnte man mal das sich genauer angucken, inwiefern eventuell die Angst vor sozialem Abstieg am entscheidenden ist. Aber diese Angst ist natürlich auch eine kulturelle Art. Also erstmal muss man nicht sozusagen arm sein, um abzusteigen, sondern muss nur Angst haben, dass die Berufsbiografie, die man hat, durch die Industrie 4.0 beispielsweise innerhalb der nächsten 10 Jahre erledigt sein könnte. Also den Beruf, den man heute als Mechatroniker oder sonst was ergreift, dass der in 10 Jahren gar nicht mehr existiert. Und das heißt, Neoliberalismus, Stichwort Sozialdemokratie, Agenda 2010, heißt innerhalb, also in Deutschland, die soziale Durchreichung von einem sehr, sehr hohen Facharbeiterlohn dann zu Hartz IV und dem Verlust der Souveränität über das eigene Leben. Und ich glaube, diese Art von Abwertungs- oder der Angst vor Abwertung spielt eine Rolle, aber eben auch eine kulturelle Abwertung. Und da ist, glaube ich, Eribon hat mal in seinem Buch gesagt, die Leute, die Arbeiterwähler, die ehemals kommunistisch gewählt haben und heute teilweise Front National wählen, die waren früher auch schon, hatten rassistische Vorurteile, aber sie haben eben links gewählt, weil das für sie, weil es eben dieses linke Angebot, das materielle Angebot war, das war im Zweifelsfall dann wichtiger. Also in den USA würde man, haben die Rechte immer gesagt, Values matter most, und dabei gibt es genügend Studien, die bezeugen, dass es eben nicht der Fall ist. Die Demokraten gewinnen bei allen Einkommen bis 50.000 bis heute durchgängig die Wahlen.
Sobald halt diese materielle Alternative von links nicht mehr gegeben wird, dann kann sich der Rassismus, das ist Eribons These ja gewesen, Bahn brechen. Und da spielen dann natürlich auch kulturelle Abwertungen eine Rolle. Klaus Dörrer hat das sehr schön in seinen Studien über Rechtspopulismus in Ostdeutschland dargelegt. Also inwiefern auch sozusagen die SPD damals, das hast du, glaube ich, hast du ganz, ganz schön, oder das ist anschlussfähig an das, was du gesagt hast, die SPD hat damals auch einen Lebensentwurf gegeben. Also wie man aufsteigen kann, durch Bildung aufsteigen kann, wie man sozusagen von den Leuten, auf die man herabgesehen hat, kulturell mit ihren komischen Essgewohnheiten und so weiter und so fort, wie sie sozusagen aufsteigen konnten in dieser Gesellschaft und es zu etwas bringen. Bei Franz Josef Degenhardt kann man das schön hören, dass man dann plötzlich ein nicht mehr irgendwie das Kachelbad hat, sondern das Chrombad. Also man konnte sozusagen aus dem Dreck aufsteigen in ein bürgerliches Leben. Und diese sozusagen, sobald dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr da ist, sind diese kulturellen Abwertungen natürlich, spielen dann natürlich eine große Rolle. Also selbst wenn es einem ökonomisch gut genug geht. Dann zur Frage, also ja, Schröder, da brauchte es nicht irgendwie, oder zu der Otto-Bauer-Kritik. Das hat in der Staatstheorie, gab es mal lange die Diskussion darüber, wie denn jetzt der Neoliberalismus in den 70er Jahren, also der Umbau, ob der nicht einen Faschismus voraussetzen würde. Weil die Annahme war, dass Menschen nicht sozusagen Sozialabbau wählen würden. Die Neoliberalen kehren das dann gleich um mit der Democracy Overload-Theorie, dass sozusagen man immer nur Parteien wählt, die einem mehr versprechen, weswegen der Sozialstaat immer größer werden würde. Deswegen gab es diese Annahme, es müsste mit Faschismus einhergehen. Das hat sich dann aber natürlich erledigt, weil wir gesehen haben, dass Neoliberalismus in Krisensituationen durchaus von den Mittelklassen gewählt wird, bis hinein in den globalen Süden, also wo Fujimori in Peru beispielsweise mit einem neoliberalen Programm gewählt werden konnte, wenn in der Bevölkerung, ich glaube, das hat Gerd ja auch schön gesagt, sozusagen die neoliberale Vorstellung, es reicht nicht mehr für alle, so weit eingedrungen ist, dass dann sozusagen auch Wahlen gegen, also zur Absägung des Astes für die unteren Klassen gewonnen werden können, wie jetzt zum Beispiel in Brasilien mit Bolsonaro, wo Mittelklassen das tatsächlich genau so wählen wollten, dass die Armen jetzt nicht mehr sozialstaatlich abgesichert sind. Zur Machtfrage willst du was sagen, weil ich habe jetzt schon so lange geredet und du musst es klären, weil... du bist der Politiker. Ja, nee, bin ich nicht. Ich bin nur der Zuarbeiter. Fange ich vielleicht bei der Machtfrage an. Also ich kann die auch nicht klären, die Frage. Ich glaube, also ich würde sie andersrum angehen. Also du hast im Prinzip ja selber gesagt, natürlich kann es nicht darum gehen, nur in Anführungszeichen auf eine Form von parlamentarischer Gegenmacht zu setzen. Ich glaube, eine Stärke der Rechten, zumindest kann ich das für Deutschland sagen, die anderen Rechten kann ich jetzt nicht wirklich so gut beurteilen, weil ich die Länder nicht im Einzelnen so gut kenne, aber eine Stärke oder was uns viele Sorgen macht beim Aufstieg der AfD ist ja, dass es eben nicht nur ein parteipolitischer Aufstieg ist, sondern dass wir es mit einer rechten gesellschaftspolitischen Bewegung zu tun haben. Ich muss nicht bei, also ich kann bei Pegida anfangen und vielem anderen, also sozusagen festmachen, dass sich eine, sagen wir mal, anzudeutende politische Verschiebung im Koordinatensystem eben nicht daran festmacht, dass die AfD mit 12,6% im Bundestag sitzt, sondern dass sie es schaffen, in kulturelle Diskurse einzudringen, in mediale Diskurse einzudringen, dass sie sozusagen da selber etwas entwickeln. Und natürlich, wenn eine Linke eine sozusagen erfolgreiche Gegenbewegung etablieren will, kann sie das nicht parlamentarisch nur machen, sondern dann muss sich eine Linke auch gesellschaftspolitisch entwickeln. Du hast auch einige Themen genannt, an denen das passieren könnte. Ich will jetzt auf den Faschismus und die Frage des Damoklesschwerts nicht eingehen, weil das, glaube ich, nochmal eine andere oder eine längere Debatte wäre. Ich will nur noch einmal auf den letzten Punkt oder auf den ersten Punkt in dieser Runde eingehen. Ja, das ist, glaube ich, ein Widerspruch. Wahrscheinlich habe ich den auch vorhin als einen Widerspruch unbewusst formuliert. Ich würde ähnlich wie Inge argumentieren und ganz witzig fand ich, als du es sagtest, ich hatte mir gerade vorher das Stichwort Eribon aufgeschrieben und dann hast du das gesagt, weil der schreibt aber mir viel was anderes dazu ein. Einerseits glaube ich tatsächlich, dass viele Leute, soweit man das jetzt nach empirischen Studien und nach Nachwahlbefragungen beurteilen kann, keine große soziale Erwartung an eine Partei wie die AfD haben. Was aber nicht heißt, dass sie nicht generell eine Erwartung daran haben, dass ihre soziale Situation durch Politik verbessert, gefestigt, gesichert und so weiter werden soll. Sie verbinden das aber
aus meiner Sicht nicht primär mit der AfD. Eric Bon schreibt, der macht das ja am Beispiel seiner Eltern, sagt, naja, als die kommunistisch gewählt haben, da war das klar, das trägt man auch nach außen. Ne? Das ist unsere Partei, das ist unsere Klasse. Das ist logisch, dass wir kommunistisch wählen. Als die Front National gewählt haben, hat man das verschämt gesagt. Das hat man nicht nach außen getragen. Und insofern ist, glaube ich, für einige Leute, um das sehr vorsichtig zu sagen, die Wahl der AfD auch eine Form der resignativen Wahl. Es geht nicht darum, dass man damit ein Projekt, was man selber sagt, das wird mir irgendwie die Zukunft versprechen, sondern es geht auch darum, wie Inga es vorhin gesagt hat, in Zeiten der Krise deutlich zu machen, wer zahlt dafür? Und wir sind es nicht, weil wir haben die ganze Zeit schon bezahlt, weil wir den Gürtel im Neoliberalismus schon seit 20 Jahren enger schnallen müssen. Also sollen den Gürtel die enger schnallen, die hier neu dazugekommen sind. Oder die, die gar nicht dazu gehören, müssen raus und so. Also das ist, glaube ich, eher der Punkt. Und insofern ist damit keine soziale Erwartung verbunden, dass sich für mich was verbessert. Aber es darf mindestens nicht noch schlechter werden, indem noch mehr dazukommen. Und dafür ist die AfD aus deren Sicht funktional gut. Das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob man den Widerspruch damit auflösen kann, aber so stellt es sich für mich ein bisschen im Kopf dar. Ja, dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei euch beiden für diese gelungene Auftaktveranstaltung, auch wenn natürlich die Fragen uns weiter begleiten werden. Aber es gibt ja noch zwei Veranstaltungen, zu denen ich auch herzlich einladen möchte, um die Fragen weiter zu behandeln. Vielen Dank fürs Kommen. Alle können gerne noch ein bisschen da bleiben. Danke, Inga und Gerd.